So, hallo und herzlich willkommen, liebe Handballfans, natürlich vor allem liebe Frischauf-Fans, auch vor dem heutigen Heimspiel gegen die Füchse Berlin gibt es natürlich eine Spieltagsshow und die Kulisse ist voll besetzt, obwohl ja eigentlich der Max Feinauer gar nicht mehr bei Frischauf ist. Der Jan Reusch ist natürlich dabei und hat jemanden mitgebracht. Also Max ist eigentlich ja fast nicht zu ersetzen, aber wenn es einer kann, dann ist es der Robby Zupp, der in der Jugend die Bälle im Tor hält und heute dich unterstützt, alles, was die vereinseigenen Kanäle angeht, oder? Genau, richtig. Also Robin hat mich schon zweimal vertreten, als ich gespielt habe. Jetzt, wo der Max dann weg ist, ersetzt er ihn zumindest mal hier bei den Heimspielen. Ist jetzt im April bei den beiden Spielen in der EWS Arena fort. Und hat er die letzten Mal schon super gemacht. Und ich bin mir auch sicher, dass er heute wieder seine Top-Leistung abrufen wird. Ja, denke ich auch. Und wie ist die bisherige Bilanz, wenn du am Start warst? Haben wir da gewonnen oder eher verloren? Also das letzte Mal war gegen Flensburg. Wir erinnern uns alle noch dran an den Treffer von Erik. Ja. Per direkter Freiwurf. Also so kann es gerne weitergehen. Ich glaube, es waren bisher meistens Siege, wo ich dabei war. Deshalb soll so weitergehen. Und er ist heute auch Gast bei uns beim Zack-Beitrag. Also da wird er auch nochmal drüber sprechen. Heute sind wir nämlich ziemlich Jugend- und natürlich auch Torwartlastig. Im Echo gibt es heute nämlich ein schönes Interview. Ja, unser Talkgast wird er heute sein, Enita Hirovic. Was macht eigentlich eine schöne Rubrik, Jan, die du betreust, wo er ehemalige Spieler immer interviewt. Und Enit, mit dem hast du gesprochen und er hat sich dann direkt auch angeboten heute als Experte bei uns in der Sendung. Genau, hat gleich nachgefragt, ob er kommen darf, habe ich dann natürlich zugesagt. Sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, war wirklich super und er hat einiges zu erzählen gehabt und wird es dann sicherlich nachher auch bei dir hier noch im Gespräch zeigen. Ja, und Handballtorhüter sind halt immer gute Typen, oder? Kann man so sagen. Natürlich. Aber schon auch ein bisschen verrückt, muss man sagen. Das sagt man nicht umsonst, oder nicht? Gut, dass du das sagst, sonst hätte ich das gesagt. Ja. Ich glaube, als Handballtorhüter muss man ein bisschen verrückt sein, sich da in den Kasten zu stellen, freiwillig, aber uns macht Spaß. Deshalb machen wir es auch. Und ihr seid auch eine gute Jugend, eine erfolgreiche Jugend. Da sprechen wir gleich mit dem Nachwuchskoordinator noch drüber. Der Tobi Abner wird nämlich auch vorbeikommen. Aber jetzt kommen wir ganz kurz zunächst zum Spiel, weil ich weiß, ja, bei dir rennt's und du musst auch schnell wieder los. Die Füchse, der Tabellenführer zu Gast, die vorne allerdings sich duellieren mit Magdeburg, haben schon einen Minuspunkt mehr. Die dürfen heute hier nicht verlieren. Also es wird ein hartes Duell. Nee, die dürfen sich nichts mehr erlauben. Magdeburg ist super drauf. Füchse auch 4 der letzten 5 gewonnen. Auch wenn die letzten beiden knapp waren. Aber es ist natürlich ein absolutes Weltklasse-Team mit Gitzel, den aktuellen Welthandballer. Finde ich, ist so in der Vorberichterstattung ein bisschen zu kurz gekommen, was da für ein Kaliber auf uns zukommt. Wenn man da unten runterschaut, gut, jetzt sind gerade nicht mehr so viele da, aber Nils Lichtlein zum Beispiel, auch ein Top-Mann. Also da kommt einiges auf uns zu heute. Und natürlich auch ein überragender Torwart, oder? Mit Dejan Milosaviev, absoluter Weltklasse-Torhüter, der die Saison schon überragende Leistungen gezeigt hat und ist sicherlich auch heute wieder sein Glück versuchen wird, heute das Tor zu nageln, aber hoffen wir natürlich, dass es heute nicht so gut funktioniert wie in den letzten Spielen. Und der hat uns schon richtig wehgetan, muss man auch mal sagen. Ich finde, das ist so ein typisches Beispiel von einem Keeper, da muss man aufpassen, wenn man den warm schießt, dann geht gar nichts mehr. Ja, und vor allem einer, der sich nicht groß bewegt, sondern der eher dann über das Stellungsspiel kommt, für die Schützen oft mal nicht so angenehm, wenn man denkt, wann bewegt er sich der Torwart und dann bleibt er einfach stehen, aber wem erzähle ich das? Da kann der Torhüter vielleicht eher was dazu sagen. Ja, wobei, den frage ich lieber dazu. Wir haben natürlich heute ein bisschen das Problem, wir sind nicht komplett im Kader. Wir haben ein paar krankheitsbedingte Umbauten und da sind ein paar Youngster mit dabei, was dich natürlich aber auch freuen wird. Natürlich, absolut. Ich freue mich für die Jungs, vor allem Moritz Fink, der heute sein Debüt feiern darf in der Bundesliga. Freut mich richtig, dass die Jungs dabei sind, dass die Jungs ihre Chance bekommen. Hoffentlich gibt es heute die Möglichkeit, dass sie ihre Einsatzzeit bekommen. Denk mal, beide Linksaußen fallen aus, deshalb wird Walle oder Moritz sicherlich seine Chance bekommen, auch für Tim, mein Mitbewohner, uns natürlich freuen, wenn er wieder ein paar Minuten sammeln darf. Ja, da sind wir gespannt. Hat ja auch schon gezeigt, was er kann auf dem Niveau. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen kurzen Tipp, bevor ich dich entlasse, an deinen Arbeitsort gegenüber. Das letzte Heimspiel haben wir 25-19 gewonnen gegen die Füchse. Ich glaube, das gelingt uns heute nicht, aber wir gewinnen 25-24. 25-24. Herr Zupp, was tippst du? Ich tippe auf eine bisschen torreichere Partie, 32-31. Ah, du willst also wieder so ein Buzzerbeater-Marke. Ich tippe wieder auf Erik, ich gehe mit ihm, ich vertraue ihm da. Sehr schön, ihr zwei, genau, ihr versteht euch da gut. Dann entlasse ich dich schon mal und bitte Robin, dass er kurz da bleibt. Mikro, ja, genau, kannst du direkt weitergeben an Tobi Hafner, denn wir kriegen Besuch
vom Nachwuchskoordinator. Tobi, da freue ich mich ganz besonders, weil es läuft richtig gut bei der Jugend. Ein Beispiel haben wir hier. Viele andere werden wir nachher auf der Platte sehen. Aber das ist nicht das Einzige, nicht nur der älteren Jahrgänge, sondern ja, da ist richtig was gewachsen im Nachwuchscenter. Ja, du in der Zusammenarbeit mit Christian, dann darf man Tobi Dürler natürlich nicht vergessen. Also, da passiert was. Absolut. Also, was in den letzten Jahren da passiert ist, ist schon fast ein Wahnsinn. Wir haben das kontinuierlich aufgebaut. Diese Arbeit trägt immer mehr Früchte im Endeffekt. Und ein Beispiel sitzt hier, der in eine NC-Wohnung wohnt, wo ich vor 3 Jahren ins Leben gerufen habe. Wo man angefangen hat mit ein paar Plätzen, wo vier Jungs jetzt einfach auch von weiter herkommen, herziehen können und hier wohnen können, betreut werden und hier komplett unterstützt werden, wie so ein Art Internatmäßig im Endeffekt mit so einer Wohngemeinschaft. Und da ist jetzt das beste Beispiel, also wahnsinnige Entwicklung. Und das erweitern wir jetzt ja sogar schon. Da gab es ja mal ein kleiner Bericht und Video. Gehen wir von 4 auf 9 Plätze hoch. Da gehen wir jetzt schon echt neue Wege. Also das läuft echt gut. Genau, ihr wohnt da zusammen und es bindet natürlich auch noch viel mehr an den Verein. Man sieht es auch, ihr seid auch ja, untereinander bei den Spielen da. Oder dann, wenn ihr nicht selber im Einsatz seid, arbeitet wie heute, dann seid ihr hinterm Tor, macht da Radau. Also die ganze Jugend zusammen, ja, das schweißt euch zusammen. Absolut, also ich wohne mit 3 Teamkollegen zusammen und das ist auch nochmal was anderes, wenn man sich dann nicht nur im Training, sondern auch zu Hause die ganze Zeit sieht. Natürlich nervt man sich auch mal gegenseitig, aber ich glaube, das ist nochmal eine persönliche Bindung und eine persönliche Stärkung dieser Bindung, die man da hat. Das kann man nicht vergleichen mit, wenn man dann einfach sich, wie gesagt, nur normal im Training sieht. Das ist mal was anderes und es tut einem auch ganz gut. Genau, da gab es auch schöne Bilder von den Erfolgen. Können wir auch noch ein paar Bilder zeigen. Aber ja, Tobi, fass du das mal so ein bisschen zusammen, bevor wir dann Robin heute auch mal was schaffen lassen. Der ist ja auch zum Arbeiten da, stimmt? Mal da sind schöne Bilder zu sehen. Das ist jetzt eine Jugend, aber ihr habt in den verschiedenen Altersklassen Erfolge gefeiert. Genau, also die Saisons davor waren auch schon wirklich natürlich gut. Jetzt die Saison war natürlich schon wahnsinnig erfolgreich. Ich meine, es läuft ja noch. 2 haben schon abgeschlossen. Die U15, wo man klar herausreden muss, das ist die beste C-Jugend vom Erfolg her, was wir je hatten. Wir sind zwar schon in baden-württembergischer Meister geworden, aber jetzt sind sie wieder die U15 baden-württembergischer Meister geworden. Also die beste Mannschaft in ganz Baden-Württemberg, also Baden und Südbaden auch mit dabei. Die haben das Turnier bei den Füchse gewonnen. Als Beispiel jetzt hier, wenn heute die Füchse da sind, sind 2. geworden im Turnier in Magdeburg. Also die haben heute, also die Saison wirklich was abgerissen. Die B-Jugend, haben wir gewusst, haben wir keine leichte Saison, auch durch Abgänge, wo dann in Internate eventuell auch mal weggehen, wo halt einen anderen Weg einschlagen im Endeffekt. Und die haben natürlich dann auch jetzt mit dem Erfolg die direkte Qualifikation für die Bundesliga, die kommt in der B-Jugend nächste Saison, kommt auch die Bundesliga. Und da wird sicherlich die Qualifikation nicht einfach. Und wir haben jetzt auch mit der Mannschaft in der Saison die direkte Quali geschafft. Das heißt, wir spielen definitiv nächstes Jahr auch dort in der Bundesliga. Und die dritte Mannschaft, die U19, spielt ja noch. Da muss Robin und seine Jungs am Sonntag alles dafür tun, dass wir dieses Spiel auch noch gewinnen gegen Dormagen hier. Und dann steht auch die U19 steht im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Was natürlich auch ein wahnsinniger Erfolg wäre, durch das, dass wir auch wieder am Sonntag spielt Grisha Leis gegen uns. Der hat letzte Saison noch bei uns gespielt, wechselt nach Dormagen und ist hier auf der Platte eigentlich auch unser Junge im Endeffekt. Das heißt, wir haben auch schon immer wieder Abgänge, machen das aber wirklich so hier in Göppingen, finde ich optimal. Da geht eine Türe für neue Leute auf, für neue Jungs auf. Die haben die Türe optimal, sind durchgegangen, haben es viel genutzt und haben in der Meisterrunde jetzt wirklich eine super Runde gespielt, hätte keiner gedacht, und können jetzt wirklich am Sonntag ins Viertelfinale einziehen. Robin, kurz noch Werbung machen. Wann müssen die Leute da sein? Jetzt gucken die Handballfans auch gerade unten in der OSG-Lounge etc. zu. Am Sonntag um 16 Uhr natürlich in der EWS-Arena. Unser Topspiel gegen Dormagen. Wir würden uns natürlich auch über Unterstützung freuen. Tut uns gut. Und gemeinsam dann das Viertelfinale zu erreichen, wäre ein schöner Moment für uns alle. Also gehen Sie vorbei, das Spiel gegen Dormagen unterstützen. Dann dir gute Arbeit heute. Nicht überarbeiten, dass du fit bist am Sonntag. Mikro darfst du einfach liegen lassen und wir holen noch einen Mann für dich dazu. Ein ganz junger kommt und jetzt kommt ein geringfügig ältere Legende als der Robin. Der Karl-Heinz Beck kommt dazu. Ah ja, komm, oder ist schon? Unglaublich, oder? Karl-Heinz.
Karl-Heinz. Ja, das macht weiter. Ich hört sich geil an. Mach weiter, komm noch ein bisschen. Go on. Aber dir hat es gerade auch gefallen. Deine Augen leuchten, wenn hier so Youngster sitzen. Da unten werden nachher viele Youngster auf der Platte sein. So muss es frisch bei Frischhoff sein. Ja, also ich denke mal, Frischhoff macht da einen guten Job. Tobi Hafner, kann ich das Kompliment zurückgeben, macht es prima mit den Jungs. Da sind viele dabei, die natürlich nicht alle in der ersten Liga landen, aber das sind tolle Jungs. Also ich kenne da auch ein paar, und wenn ich mich mit denen immer unterhalte, wirklich, das macht Spaß. Und wenn die sich handballerisch so weiterentwickeln, wenn es nicht für die erste Liga reicht, dritte Liga, zweite Liga, und der ein oder andere biegt vielleicht doch nochmal wieder bei Frischhoff ein. Also das ist der richtige Weg und das gefällt mir. Und vor allem nicht nur mir, sondern diesen Menschen hier in der Halle. Wenn Buchele da im Tor steht, aus der eigenen Jugend, dann dreht hier die Halle ab. Und wenn da der ein oder andere in den nächsten Jahren oder in nächster Zeit dazukommt, dann macht man hier sehr, sehr viel richtig gut. Genau, und Julian Buchele, weil du ihn angesprochen hast, der hat das Spiel gegen Erlangen dazu, nach dem Pausenrückstand hat er gedreht, müssen wir auch mal so sagen. Und heute sind viele Youngster dabei, jetzt kommen wir zum heutigen Spiel. Was erwartet er? Einschätzung zum Spiel heute? Ja gut, dass es kein einfaches Spiel wird, ist klar. Auch durch das, dass natürlich ein, zwei, drei Leute nicht dabei sind im Endeffekt, wo natürlich auch sehr schmerzt. Von dem her muss man da natürlich übers Kollektiv heute gehen, klar. Es ist natürlich eine Floskel, natürlich immer zu sagen, Torhüter muss hinten halten. Gegen Berlin brauchen wir auf alle Fälle Unterstützung, was Torhüter-Geschichte angeht. Dass man auch ein paar Gegenstöße, ein paar Tempospiel das aufziehen kann. Weil schon wird es natürlich gegen die Deckung schon schwer. Das heißt, hinten muss es einigermaßen passen, dass wir vorne schnelle Tore machen können. Und wie geht's dann aus? Du als Experte, du bist der Chefexperte heute. Also ich würde sagen, wir bleiben unter 30 Toren. Das heißt, wir schießen, es geht aus 27 zu 25. Oh, das wäre gut. Und Karl-Heinz, dein Satz dazu und dein Ergebnis? Ja, da kannst du dich mal hinsetzen, weil ich habe mal was vorbereitet. Aber nicht zu lange, weil ich habe so viele Gäste heute. Ja, also natürlich sind die Füchse aus Berlin, wie sie eigentlich richtig heißen, Füchse Berlin Reinickendorf e.V. So heißen die eigentlich richtig. Die sind hier der Favorit. Das ist ein Gegenwartsspiel, die stehen auf Platz 1, wir auf 12. Jetzt habe ich mal bemüht die Statistik. Wir haben 49 Mal gegen die gespielt, haben 23 Mal gewonnen, 3 Mal unentschieden, also ausgeglichen. Haben in Berlin unentschieden gespielt, haben in der letzten Runde hier gewonnen. Und das sind alles Punkte, wo ich sage, ja, das ist gut für Frischhoff. Aber jetzt muss ich natürlich auch mal nach Berlin schauen. Und du hast den Torwart schon angesprochen, der Dejan Milosavljev. Ja. Mit dem habe ich mich vorher kurz unterhalten, habe gesagt, ey Dejan, mach langsam, du hast so viel Paraden. Genauer gesagt, der hat über 280 Torhüterparaden in der Runde. Und ein guter Torwart, der hat 200 bis 220. Also der liegt weit vorne. Yeah. Und dann haben die einen Matthias Gitzel. Dann kommt Welthandballer. Dann kommt Fabian Wiede wieder zurück. Also das sind alles Dinge, die für Berlin sprechen. Aber die haben jetzt gegen Wetzlar das letzte Heimspiel am Wochenende gehabt. Kadetten Schaffhausen in der European League, wo sie ja Titelverteidiger sind, ins Viertelfinale eingezogen. Also das dritte Spiel innerhalb von 4-5 Tagen. Das könnte uns gut tun. Und jetzt zum Tipp, weil wir ja ein Gegenwartsspiel haben und nicht irgendwo in der History oder sonst wo, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn Berlin 90% bringt und wir 110 und Saraj vermutlich nicht dabei ist, dann wäre ich heute zufrieden, wenn wir unentschieden spielen. Okay. Und weil der Tobi Hafner der Handballexperte ist, ja, und nicht nur die Legende, sage ich, wir schießen keine 30 Tore. Und die anderen aber auch nicht. Deshalb tippe ich auf ein sensationelles 29-29, Holger. Und, jetzt und dann ist bei uns im Fanradio wieder High Emotion. Guck mal, was dein Zwilling getippt hat. Auch 29-29, meinte ich. Brasilianer. Sehr schön. Wir sehen uns nachher beim Fanradio. Die Herren, die Zeit rennt. Und nochmal vielen Dank, dass du mich gestern vertreten hast in der PK. Da bin ich voll in der Vollsperrung gestanden. Immer wieder gerne. Danke, danke. Und Tobi, nochmal Gratulation. Was im Nachwuchs da läuft, überragend. Ich werde gleich mit dem Christian auch nochmal drüber sprechen. Dankeschön. Macht weiter so und wir freuen uns auf ganz viele Junge da unten. So, und jetzt wechseln wir vom Handball, nehme ich in den TV und da freue ich mich. Diesmal ist nicht der Jens Katting da, sondern der Stefan Ludwig. Stefan kommt dazu. Hallöchen, und du hast Gäste mitgebracht. Hallo, stimmt's? Hallo, genau. Holen wir euch alle gleich wieder zu. Hallöchen, wer ist noch dabei von euch? Genau, kommt ruhig. Genau. Da haben wir noch einer dazusetzen, vielleicht auch dahinter stellen. Hauptakteure kommen da. Ich nehme an, du bist der Schwarzgurt. Genau. Sehr schön. Hallöchen, hallöchen. Wollt ihr euch so ein bisschen dahinter stellen? Weil die Couch reicht nicht ganz für alle, da liegen die Mikros, genau.
Ein Mikro ist noch ein zweites da, genau, dürft ihr gerne nehmen. Ja. Stefan, jetzt muss ich gerade schauen, so viele Namen. Du hast mitgebracht den Manuel Koidis, das ist der Abteilungsleiter Judo. Genau. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, normal fange ich mit der Dame an, Entschuldigung, das war unhöflich. Die Johanna Weber und der Tom Giesmann sind dabei, so der Nachwuchs, um zu zeigen, was da gerade alles entsteht in der Judo-Abteilung. Und ein Schwarzgurt, genau. Bevor wir da dazu kommen. Wir stellen jetzt in jeder Spieltagshow auch frisch auf quasi hinterm Handball ein bisschen vor. Die anderen Abteilungen. Auch eine Abteilung, auf die ihr stolz seid. Ja, genau. Also auf jeden Fall sind wir mal stolz drauf. Nach Coronavirus-Pandemie gab es Unsicherheiten für die Vereine. Aber wir haben eine steigende Mitgliederzahl auf über 1900 inzwischen. Aber wenn du eben gesagt hast, sind wir natürlich stolz auf unseren Leuchtturm Handball, aber genauso auf unsere Individualsportarten, ja, dass wir bei Frischhof wirklich breit aufgestellt sind. Ja. Also von Leichtathletik, ja, Basketball, also verschiedene Ballsportarten, dann eben bis zum Individualsport rüber. Und da freuen wir uns wirklich, dass wir so einen breiten Anklang finden können. Genau, ihr seid ein Paar davon mit der Judo-Abteilung. Man sagt Kampfsport, Verteidigungssportart. Welches Konzept steht genau dahinter bei euch? Also bei uns steht ein ganz großes Konzept da, dass wir in allen Alterskategorien irgendeinen Sport anbieten können. Unser Jüngster ist 5, der Älteste ist über 80 inzwischen, ja, der auch noch aktiv Sport macht. Das ist für uns ganz arg wichtig, dass wir sowohl für Breitensportler was anbieten können, die jetzt nicht unbedingt wettkampforientiert sind, dass die trotzdem irgendwas machen können, wie Sportabzeichen oder ein Pendathlon oder sonstiges. Oder aber auch eben extrem Wettkampfsport anbieten können. Ja. Genau, Wettkampfsport, werden Wettkämpfe betrieben? Es geht ja auch immer um das Erreichen der Gurte. Es ist immer auch eine Sache, es ist das Schöne im Kampfsport, dass du immer irgendwo ein Ziel hast. Du hast nicht immer jetzt nur das Ziel, ich gehe auf den nächsten Wettkampf und ich arbeite auf meinen nächsten Gürtel, ob jetzt der gelbe Gürtel ist oder ein Schwarzgurt. Ja, das fordert ja einen immer heraus und man hat immer ein kleines Ziel und es bringt die Kinder und Jugendlichen auch immer weiter. Ja, also es gibt immer eine Option, weiterzumachen und kleine Erfolge zu schöpfen darin. Miguel, wenn ich ganz kurz nachhaken darf, ja. Du hast den Schwarzgurt. Ja, genau, das ist richtig. Das heißt, machst du auch Wettkämpfe oder war das dir? Ja, genau, ich mache jetzt seit über 15 Jahren jetzt mit der Judo. Wow. Und da war jetzt dann letztes Jahr das Highlight tatsächlich der schwarze Gürtel, genau. Da gratulieren wir natürlich dazu. Vielen Dank. Ihr seid noch ein bisschen jünger. Wie weit seid ihr? Welche Farben haben wir da hinten stehen? Ich habe den orangenen. Das heißt, und du? Ja, genau, Johanna, du? Ich habe einen gelben. Gratulation. Das heißt, wir haben jetzt die unterschiedlichen Stufen. Du hast gesagt, die Altersklassen, aber auch die unterschiedlichen Stufen. Wird dann auch leistungsmäßig miteinander trotzdem in großen Gruppen trainiert, auch mit unterschiedlichen Leistungsstärken? Ja, wir teilen hauptsächlich in Altersgruppen ein, erstmal im Training. Aber es gibt zum Beispiel auch Turniere, wo man nach Gürtelfarbe einteilt, dass die Kinder und Jugendlichen einfach so gegen welche kämpfen. Gerade zum Einstieg ist es schön, wo die gleiche Gürtelfarbe ist. Dann ist es nicht so, oh Gott, der hat schon einen braunen Gürtel, dann lässt er sich nicht davon beeindrucken. Und dann haben wir einfach so gleiches Wissensniveau in etwa. Genau, und welche Erfolge habt ihr zuletzt da gefeiert? Ihr habt gehört, auf württembergischer Ebene ist, das geht da schon was, oder? Ja, also gerade hinter uns die Johanna. Ist sehr aktiv und sehr erfolgreich. Leider ist der Ben-Erik heute nicht da, der ist sehr erfolgreich. Wir Erwachsenen kämpfen ja auch, zwar mit der Turnerschaft zusammen, aber wir kämpfen in der Baden-Württemberg-Liga aktuell. Da sind wir auch sehr aktiv und erfolgreich. Also wir sind schon zufrieden mit dem, was wir aktuell leisten. Sehr schön, sehr schön. Coole Abteilung. Ich war hoffentlich anständig genug, weil ich habe letztes Mal schon gedacht, nicht, dass ich hier noch mit aufs Kreuz gelegt werde. Sehr schön. Dann würde ich gerade sagen, das Mikrofon gerne auch nochmal an Stefan. Ja. Der Thomas Lander und der Jens waren schon da. Ihr seid sehr umtriebig im Verein. Demnächst werden wieder weitere Abteilungen noch vorgestellt. Stimmt's? Ja, genau. Also wir versuchen uns, ebenso wie wir breit aufgestellt sind, uns auch so in der Öffentlichkeit zu zeigen, ja, Menschen animieren, anzusprechen, die vielleicht auch zu uns kommen möchten. Und demnächst ist dann nochmal ein Part Kinderturnen ist noch dabei, die Basketballabteilung schaut noch vorbei, Karate ist dabei. Also wir wollen uns da wirklich schön repräsentieren und unseren Mitgliederinnen und Mitgliedern auch die Möglichkeit geben, ja, sich hier zu zeigen und eben die Leute anzusprechen. Und wer jetzt hellhörig geworden ist, der geht einfach auf die Homepage und wer Judo machen will, meldet sich bei euch. Vielen, vielen Dank, dass er da war. Sehr schön. Wir hören jetzt kurz rein in die Pressekonferenz mit Erik Persson. Das war der Last-Minute-Buzzerbeater-Werfer gegen Flensburg. Und dann geht es hier weiter mit unserem OSG-Talk. Frisch auf wartet bereits seit Mitte Oktober 2023 auf den ersten Sieg in fremder Halle. Mit insgesamt 8 Niederlagen und nur einem Unentschieden aus den vergangenen 9 Auswärtspartien
fällt die Bilanz außerhalb der EWS-Arena ernüchternd aus. Den einzigen Punkt hat Grün-Weiß in dieser Phase übrigens ausgerechnet mit einem umkämpften 29:29 beim Tabellenführer und heutigen Gegner Füchse Berlin entführt. Und zwar dank einem Treffer genau 8 Sekunden vor dem Ende, erzielt vom schwedischen Rückraumshooter Erik Persson. Seinen punktbringenden Treffer will der nervenstarke Crunch-Time-Spezialist aber nicht zu hoch hängen. Vor dem heutigen Wiedersehen in der Hölle Süd mit dem Star-Ensemble aus der Bundeshauptstadt. Nein, das habe ich nicht noch im Kopf, weil es geht immer weiter. Ja, was man immer sagen, immer weiter und jetzt kommt ein neues Spiel und ich glaube, dieser Punkt, dass wir haben gewonnen in Berlin, war eine gute Mannschaftsleistung und nicht anderes. Natürlich ist das schön, so diese letzte Tor machen, aber das war eine gute Mannschaftsleistung und wir brachten die gleiche gute Leistung in dieses Spiel. Mit einem ähnlichen Auftritt wie in Berlin wollen Erik Persson und Co. gegen den Meisterschaftsaspiranten aus Berlin also möglichst Zählbares in Göppingen behalten. Dass man Frischauf zu Hause nicht mit auswärts vergleichen kann, zeigt allein der Blick auf die Heim- und Auswärtstabelle. Während die Grün-Weißen nur Rang 15 in der Fremde belegen, reichen die Ergebnisse vor heimischer Kulisse für Tabellenplatz 8. Auch dank des knappen 32:31 Heimerfolgs gegen die SG Flensburg-Handewitt per legendärem Last-Second-Buzzer-Beater, verwandelt natürlich von Mr. Cool Left Hand Persson, der heute möglichst erneut mit seinen Kollegen als Außenseiter jubeln will. Selbstverständlich ist das ein schwieriges Spiel, ein schwieriger Kampf, aber wir brauchen eine Top-Leistung von der ganzen Mannschaft und harte Abwehr, schnelle Gegenstoße und super diszipliniertes Angriffsspiel, was man immer sagen, endlich. Und ja, wir müssen kämpfen bis zum Ende und wir wissen, dass wir haben eine gute Chance gegen alle Mannschaften, wenn wir spielen zu Hause und wir müssen diese Chance ausnehmen oder was man sagen, ja, nutzen, ja. Ja. Soweit also Erik Persson aus der Pressekonferenz, die ich verpasst habe, weil ich in der Vollsperrung gestanden bin. Heute war ich pünktlich hier und ich freue mich jetzt, dass ich Oliver Schunter von unserem Namensgeber von der OSG da habe, der Geschäftsführer unserer OSG-Spieltagshow ja als Namensgeber dankbar da mit dabei. Und heute wieder ein Talk zum Thema Corporate Social Responsibility. Ach da, die Kamera, Entschuldigung, da ist der Rotlicht. So, hier bin ich. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder Gäste mitgebracht hast. Und zwar Bettina Naskowitz ist mit dabei und Markus Kuhn von der Herrnhuter Missionshilfe. Ein Verein, auf den du aufmerksam geworden bist und den du heute präsentieren willst. Wie bist du darauf aufmerksam geworden und warum ist es dir sofort ins Auge gestochen? Also zum einen, wenn man jemanden zum Engagieren sucht, dann muss man oft auch einfach aufmerksam sein. Es wird auch oft viel darüber berichtet. Hier gab es auch einen Pressebericht, wo ich euch dann gesehen habe. Jetzt demnächst oder kam jetzt schon wieder ein Pressebericht über ein neues Projekt. Und das ist so ein Teil von dem, was ich auch mache. Aufpassen, zuhören und lesen und schauen, wer sich wo engagiert. Genau. Das ist ein tolles Team, glaube ich, um euch herum. Es hört sich ganz viel an, wenn man die Homepage anschaut, die auch nachher eingeblendet wird. Aber ja, ihr seid die Spezialisten. Genau, Frau Naskowitz, da dürfen Sie es uns gerade mal vorstellen. Ich habe hier auch eine Broschüre von euch, die ihr nachher auch auslegen werdet. Was verbirgt sich dahinter? Ja, die Herrnhuter Missionshilfe ist ein Verein mit Sitz in Bad Boll und wurde 1926 gegründet. Das heißt, übernächstes Jahr haben wir 100-jähriges Jubiläum, also eine lange Historie. Und viele von euch kennen vielleicht die Herrnhuter Sterne oder die Losungen der Herrnhuter Brüderunität. Und wir unterstützen weltweit Projekte im Bereich Bildung und Gesundheit und haben uns in den letzten Jahren speziell auf Sambia, Malawi, Tansania, Sansibar und Palästina fokussiert. Ja, Herr Kuhn, weil wir Malawi gerade gehört haben, da gibt es auch ein Projekt, das heißt Waladi, das euch ganz speziell am Herzen liegt. Was verbirgt sich dahinter? Genau, also übersetzt heißt es Walani Girls Will Shine. Und das sagt auch schon ein bisschen was zum Projektinhalt. Das sind junge Frauen, die aus dem benachbarten, also in Malawi, die aus dem benachbarten Zaleka Flüchtlingscamp kommen, denen wir die Chance geben wollen, eine Ausbildung zu erhalten. Spezialisiert haben wir uns da jetzt im ersten Schritt mal auf Solarelektrik und Schneiderei Design. Das sind so die ersten Ausbildungsgänge.
Und wir haben offiziell gestartet im Januar, jetzt mit 80 jungen Frauen. Und das Ziel ist es, auf Dauer vielleicht auch nochmal zu verdoppeln. Also bis zu 160 junge Frauen, die dort einfach eine Chance haben, aus der Armut rauszukommen, für sich selber eine Zukunft gestalten zu können. Frau Naskowitz, was brauchen Sie da für Unterstützung, damit Sie dieses Projekt vorantreiben können? Also was wir jetzt ganz besonders werben, ist Unterstützung für die Scholarships, also für Stipendien, weil die Frauen ja keine Möglichkeit haben, irgendwas beizutragen. Und natürlich haben wir laufende Kosten, die Frauen müssen essen, wir haben Verwaltungskosten und für die Lehre und so weiter. Also wollen wir für die Scholarships werben, aber wenn jemand natürlich auch einen größeren Betrag spenden will, wir wollen das Projekt weiter ausweiten, wie gesagt, Solar wollen wir ausweiten. Wir haben so ein Farming-Projekt, weitere Gebäude werden benötigt, Schlafräume. Also da gibt es dann genügend Möglichkeiten, wenn da jemand Interesse hat, darf er gerne auf uns zukommen. Genau, auch gerne heute natürlich. Ihr seid nachher unten noch in der OSG-Lounge, stimmt's, Olli? Genau. OSG-Lounge, da gibt es auch die Flyer, aber gerade wurde eingeblendet auch die Homepage, wo wir die ganzen Projekte auch sehen können. Also wir haben auch telefoniert und ich habe gesagt, wow, wie viele Projekte es gibt, wo ihr alle unterstützt. Das heißt, ihr seid ja schon auch eine große Gemeinschaft. Genau. Sehr schön. Also da nochmal größten Respekt für den Einsatz. Also wenn Sie hellhörig geworden sind, informieren Sie sich, wie gesagt, auf der Homepage oder nachher dann auch gerne hier direkt in der Halle. Jetzt sind wir heute natürlich beim Handball. Jetzt machen wir ein bisschen den Switch. Jetzt brauche ich noch gerne eine kurze Einschätzung von dir und dann natürlich gerne auch noch einen Ergebnistipp von euch, wenn ihr gerne tippen wollt. Also zum einen freue ich mich heute unheimlich, Hans zu sehen, Hans Lindberg. Ja. Alter Hans, der kann es, aber hoffentlich heute nicht so gut. Und deswegen, wir gewinnen 27-26. Frau Naskowitz, auch ein Handballtipp? Wir gewinnen 25-23. So, und Herr Kuhn? Mein Sohn hat gesagt, ich soll 25-24 tippen, das würde ich machen. 25-24. Und Olli, jetzt habe ich deinen vergessen zu notieren. Was hast du gesagt? 27-26. Das hat der Christian Schöne, glaube ich, ganz gerne gesehen da hinten, dass er alle wirklich aufgetippt hat. Ich hoffe, ihr seid Glücksbringer. Seid ihr aber bestimmt mit so einer tollen Aktion im Hintergrund. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir machen jetzt kurz Werbung und dann geht's weiter mit Schönes Spiel und Christian Schöne. Ja, wir. Bei wann wird Heiligs Blechle im Frühjahr eingemottet? Der geht jetzt in Ruhestand. Ich fahr bloß noch mit Bus und Bahn. Awa, du bist ja auf den Trichter gekommen. Jetzt gibt's doch das neue 49-Euro-Ticket. Hab billiger geht's nicht mehr. Und funktionieren tut's auch, das habe ich bei dir gesehen. Und ganz ehrlich, für 49 Euro machst du nichts falsch. Da, zu mir hat einmal einer gesagt, wenn man will, geht alles. Jetzt dein Deutschland-Ticket für 49 Euro sichern. Online bei dem VVS kaufen und deutschlandweit fahren. Mehr Infos unter vvs.de. Mein Name ist Sabrina Poschinger und ich arbeite seit 10 Jahren bei EW Göppingen als technische Administratorin. Außerdem bin ich als Emissionsschutzbeauftragte dafür verantwortlich, die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten und die gesetzlichen Grenzwerte sicher einzuhalten. Dank unseren hohen Umweltstandards gelingt uns dies überdeutlich. Wir verwerten Abfall und nutzen seine Energie für Strom und Fernwärme. Damit leisten wir alle täglich einen Beitrag zum Umweltschutz. Außerdem sind wir eine der saubersten Abfallentsorgungsanlagen Europas. Darauf sind wir sehr stolz. IIB Göppingen. So, und da sind wir zurück zum zweiten Part unseres Warm-Ups der OSG-Spieltagshow mit Christian Schöne. Schönes Spiel. Und Christian, wir haben den Experten, der hoffentlich auch in der Leitung ist. Ich habe gehört, die Leitung aus Sarajevo, die ist nicht ganz so stabil, aber jetzt gerade ist er da und er ist zu sehen und du kennst ihn. Der Bär vom Balkan ist da, Edin Tahirović. Und wenn der hier auf dem Bildschirm erscheint, da freuen wir uns immer riesig, oder? Ja, sehr. Hallo Edin, schön dich zu sehen. Hi. Hi, einen wunderschönen guten Abend aus Sarajevo. Christian, liebe Grüße. Enid, überragend, dass du dich ja bereit erklärt hast, heute als Experte mit dabei zu sein. Es gibt ein richtig schönes Interview mit dir hier in der Stadionzeitung und da muss ich sagen, oder in der Arena-Zeitung, da muss ich sagen, du bist jetzt Hotelbesitzer, habe ich da gelesen, richtig?
Nee, ich bin nicht Besitzer, sondern derjenige, so als Direktor mehr so zu sagen. Vom Hotel, ich führe als Direktor diesem Hotel, ja. Ah, sehr schön. Und? Neben andere Aufgaben im Ministerium und im Verein. Ich habe wirklich täglich viel zu tun, ja. Ist genau. Überhaupt nicht langweilig. Das wollte ich nämlich nachfragen. Also deine Position beim Ministerium, die hast du auch noch. Dann wird es dir wirklich nicht langweilig. Und Torwarttrainer auch noch, oder? Naja, wirklich, zum Beispiel heute habe ich Training verpasst. Okay, wir haben ein Samstagsspiel, dann ich sollte auch nichts viel mit Torleuten machen, aber wegen dieser Sendung habe ich absichtlich Training ausgelassen. Aber Christian, so kennst du ihn gar nicht, weil zu deiner Zeit, als ihr hier die ERF-Pokalsiege errungen habt, da wart ihr immer fleißig am Trainieren, oder? Immer fleißig und einer der Garanten war damals auch für den Erfolg. Unglaublich guter Torwart und auch ein richtig guter Typ gewesen und ist er nach wie vor. Wir hatten ja auch vor einiger Zeit mal die Möglichkeit, uns wiederzusehen, als wir in Nexe gespielt haben, international. Da durfte er damals sogar mit in die Kabine als frisch auf Urgestein und war eine schöne Zeit. Ja, überragend. Es ist immer wieder schön, wenn wir so alte Weggefährten von dir hier haben. Ich hoffe, es klappt irgendwann mal. Wir zwei haben das schon öfters mal, auch wenn wir telefoniert haben oder auch hier gesprochen haben, gesagt, Enitz, wird mal Zeit, dass wir uns hier mal live kennenlernen, richtig? Ja, natürlich ist wirklich Zeit gekommen, dass ich wieder vorbeikomme. Ich habe auch mit Frau ein bisschen gesprochen, haben wir das Sommer schon geplant und in unserem Plan steht Besuch in Göppingen, so vielleicht Ende August, dass ich auch vielleicht die erste Runde, wenn zu Hause Göppingen spielt, dass ich auch gucken kann. Aber Plan ist in diesem Sommer ein bisschen wieder nach Deutschland, nicht nur nach Deutschland, sondern in Schwabenland, in Göppingen. Da habe ich neben Verein auch noch viele Freunde, muss ich auch dann meine Mitspieler, die da immer noch wohnen, besuchen. Und das wird, ich freue mich wirklich, weil ich habe schon ein paar Jahre, ich war auch schon ein paar Jahre nicht da und ich vermisse es so ein bisschen, weil das waren wirklich vier beste Jahre in meinem Leben, was Sport und auch Leben neben Sport betrifft. Und er ist auf dem Feld ein Fuchs gewesen und auch privat, weil er hat es richtig eingefädelt, er hat es erstmal mit der Frau abgestimmt. Also wird es auch klappen, stimmt, Christian? Ja, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass er unglaublich viel Erfahrung hat. Ja, und das sicherlich auch in der Ehe. Dann. Sehr gut, sehr gut. Also, wir freuen uns. Ich bin auch so familienwärts wie Christian und glaube ich, wie bei ihm, wir besprechen mit unseren Frauen immer zuerst und dann, weil ich will mit auch Frau mitnehmen, weißt du, da ist auch Metzingen nicht weit weg, bisschen Shopping, du weißt schon, wie die Frauen, was die Frauen lieben und das werden wirklich so ein paar Tage, die wir wirklich genießen. Elli, du bist der Knaller, überragend, ja klar. Metzingen, dann hast du alles gut hier. Dann kannst du schön, du bleibst du bei uns hier in der Halle und deine Frau, die darf ein bisschen in Metzingen bummeln gehen. Gute Taktik, Christian, oder? Ja, mitunter gefährlich, ja. Hoffentlich kennt sie noch die Strecke von Göppingen nach Metzingen. Ja, genau. So, ihr Lieben, wir wollen aber natürlich auch über das Heute sprechen. Heute hat Frischauf Heimspiel. Christian, zuletzt auswärts jetzt leider ohne Punkte heimgekehrt. Heute der Tabellenführer zu Gast. Es wird nicht leicht. Das ist in der Tat so, insbesondere mit den Voraussetzungen, die wir haben. Aber wir wollen das hier mutig angehen. Also wir haben die Halle voll, haben hier sicherlich ein Spiel, wo wir nichts zu verlieren haben, aber einiges gewinnen können. Und es geht darum, so wie wir es in den Spielen, wie beispielsweise gegen Magdeburg oder Flensburg, um mal dann zwei große Namen zu nennen, gemacht haben, das Spiel eng zu halten, versuchen Paroli zu bieten. Wohl wissend, dass wir hier heute einer Weltklasse-Mannschaft gegenüberstehen. Ja, und dann kommt es natürlich wie immer in so Spielen auch auf die Torhüter an. Auf der Füchse-Seite steht natürlich eine Mauer, steht da drin. Mit der hat die meisten Paraden in der Liga. Dann bei euch ein Duo mit einem Erfahrenen und mit einem Youngster, der zuletzt hier vor heimischer Kulisse geliefert hat. Ja, Enid, was erwartest du da für ein Torhüter-Duell heute? Naja, die vor dem Spiel ist der sozusagen Vorteil natürlich so in den Reihen von Berlin. Aber das muss nicht jetzt alles wichtig sein, was du jetzt gerade erzählst. Heißt, das Spiel ist wichtig für Fisch auch für sich. Wir haben damals immer gut gegen Berlin zu Hause ausgesehen. Sehr oft haben wir auch in Berlin gewonnen und
das muss nicht jetzt entscheidend sein, die richtige Form. Vielleicht kommt er auf Tagesform, kann vielleicht Schäger heute einen überragenden Tag haben und das Frischauf gewinnt dieses Spiel. Aber Vorteil liegt auch wegen Form jetzt in Reihen von Berlin. Aber nochmal, das muss nicht jetzt so ziemlich bedeutend sein. Und bevor wir Enid gleich tippen lassen, das willst du natürlich auch noch hören, haben wir auch noch einen Gästespieler im Interview, da darfst du auch kurz mit reinhören, Enid. Und zwar ein Schwabe, der dort spielt auf der Außenbahn, ein Junger, der Tim Freihöfer, auch noch VfB-Fan, Christian. Dem haben wir auch noch einen Gruß aus Stuttgart mitgebracht. Aber hört einfach rein, wir hören kurz ins Interview mit Tim Freihöfer und dann wollen wir einen Tipp von Enid, wie es heute ausgeht. Liebe Zuschauer, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir einen Schwabe, der in Berlin ganz groß auftrumpft. Und dann ist er auch noch Juniorenweltmeister. Tim, ich freue mich ganz besonders, dass es mal klappt, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Aus zwei Gründen. Wir haben auch noch einen gemeinsamen Lieblingsverein. Habe extra meine VfB-Jacke angezogen. Wie fühlt es sich an, wenn man mit den Füchsen als Tabellenführer wieder hier in Göppingen zu Gast ist? Ja, immer schön, hierher zu kommen. Familie kommt, Freunde kommen, ist nah an der Heimat. Man fühlt sich heimisch und ja, ist schon ein besonderes Spiel. Genau, kommt ja aus der Nähe von Reutlingen, Liechtenstein. Also es kommen einige runtergefahren. Es ist ja hoch auf dem Berg, wo du herkommst, oder? Ja, genau. Die Familie kommt aus Liechtenstein, aber auch viele Freunde hier aus der Umgebung. Also es kommen ein paar Leute. Sehr schön. Also wie gesagt, heute wird nicht nur Frischauf angefeuert, sondern auch speziell ein Freihöfer-Fanclub wird es geben. Ja, ich glaube, es wird auch nötig. Man weiß zwar, ihr seid haushoher Favorit, aber nach Göppingen kommt man auch als Tabellenführer nicht so gerne, oder? Ja, also haushoher Favorit würde ich das jetzt nicht nennen. Aber ja, natürlich, in Göppingen zu spielen ist immer schwer. Wir haben es letztes Jahr erfahren. Da haben sie uns hier aus der Halle geschossen. Das wollen wir dieses Jahr korrigieren. Ist vielleicht auch eine andere Konstellation. Nicht so ganz am Ende der Saison, wo eigentlich alles vorbei ist. Es geht noch um was für uns und ja, wir wollen oben dran bleiben. Ja, es geht um richtig was. Es wird zwischen euch und Magdeburg ausgemacht. Bob Hanning hat im Interview gesagt, dass heute darf man nicht verlieren, oder? Wenn man da vorne Meister werden will. Natürlich, eigentlich dürfen wir kein Spiel mehr verlieren. Magdeburg ist ein Punkt vor uns. Ja, aber auch Flensburg kann auch eingreifen. Also wenn wir da zu viele Punkte liegen lassen, dann steht Flensburg auf jeden Fall parat. Deshalb, wir sind hierher gekommen, um zwei Punkte zu holen. Wie sieht es mit den Kräften aus? Ihr wart international im Einsatz unter der Woche gegen die Kadetten. Ihr habt super performt, aber man hat halt ja, am Dienstag gespielt. Ja, das kann man aus zwei Sichten sehen. Einmal, wir haben einfach jetzt einen guten Rhythmus. Wir spielen zwar viel, haben aber keine Pause zwischendrin, haben einen guten Rhythmus. Andererseits haben wir natürlich viele Spiele, aber wir haben uns im Hinspiel eine gute Ausgangslage geschaffen, sodass wir im Rückspiel ein paar Kräfte schonen konnten. Und deswegen ja, sind wir voller Energie, um hier zwei Punkte zu holen. Wir sind gespannt, bei Göppingen auch einige Youngster mit auf der Platte. Ich habe dir übrigens noch einen Gruß mitgebracht, bevor wir wieder hochgehen, dann auch zum Christian Schöne, der ist übrigens Dortmund-Fan. Du weißt, gegen wen der VfB am Samstag spielt. Ja. Da müssen wir gegen Herrn Schöne gewinnen und seine Dortmunder, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Guck mal, den kennst du. Ist ein Berliner, der bei uns spielt und der hat jetzt einen Gruß für dich. Servus Tim, hier ist Fabi Bredlo von deinem Lieblingsverein, dem VfB Stuttgart. Ich freue mich riesig, dass ein Schwabe so erfolgreich ist in meiner Heimatstadt in Berlin. Ja, ich wünsche dir auch mit den Füchsen alles, alles Gute für die Saison, holt ruhig die Meisterschaft. Nur heute, hat Holger mir gesagt, wäre es gut, wenn ihr verliert. Ansonsten ja, wünsche ich dir alles Gute. Drück uns am Wochenende ganz fest die Daumen in Dortmund und bis ganz bald. Ciao. Die Grüße soll ich ausrichten, ist auch ein Handballfan und schaut sich das Spiel heute an. Ist cool, wenn man weiß, dass auch so ein Fußballprofi sich für euren Sport interessiert, oder? Ja, super schön, vor allem von meinem Herzensclub, sage ich mal, im Fußball, immer schön. Und wenn solche bekannten Gesichter dann einem nochmal eine Grußbotschaft geben, da ist man nochmal mehr motiviert. Ja, hoffentlich nicht zu sehr, hoffentlich habe ich dich jetzt zu sehr motiviert. Also ich wünsche dir aber trotzdem persönlich natürlich ein gutes Spiel. Sympathischer Kerl, wir gehen ab zu Herrn Schöne nach oben, zum Dortmund-Fan, der am Wochenende hoffentlich leiden wird. Also danke dir nochmal. Ciao. Ja, und da sitzt er, der Dortmund-Fan. Aber ja, war so ein kleiner Seitenhieb eh nicht. Weißt du, wir haben hier immer so ein bisschen Duell. Wir sind auch beide sehr Fußball interessiert. Mein Herz schlägt für den VfB. Da drüben sitzt mit Christian Dortmund. Für wen schlägt denn dein Herz in Deutschland, in der Bundesliga? Ja, leider muss ich dir sagen, mehr Richtung BVB. Oh. Oh, jetzt hast du mich getroffen, aber ich mag dich trotzdem. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist Enid eher in der zweiten Liga unterwegs, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, ich bin ein Club-Fan, FC Nürnberg, aber ich mag in der Bundesliga mehr BVB, weil Trainer ist ein Bosnier, den kenne ich auch persönlich und lieber mehr, ja leider, aber mehr BVB. Und ist auch noch ein richtig netter Kerl, Edin, muss man auch mal sagen. Also der Trainer ist ein richtig netter Kerl, trotzdem muss der VfB gewinnen. So, und damit haken wir das jetzt auch ab. Wir sind beim Handball, wie geht's heute hier aus? Ja, ich wusste, dass ich Ergebnis tippen muss. Dann habe ich mich wirklich ganzen Nachmittag heute beschäftigt mit meinem Vorschlag. Und ich kam auf einen spannendes, knappes 29-28 für Frischauf. 29-28 für Frischauf. Ja, knappes Ding, aber damit könnten wir heute natürlich schon leben, Christian, oder? Das würden wir nehmen, ja. Sehr schön. Und ich glaube auch, der Mann, der dazugekommen ist, der Markus Heider, der heute ja einheizen wird, heute so ein enges Ding, das wird's heute wahrscheinlich, oder? Bin ich davon überzeugt, ja. Heute sind ja die Kollegen da von der Polizei, die haben gesagt, unentschieden, das nehme ich. Ja, ehrlich? Aber ich tipp nicht. Das bringt kein Glück. So, das ist der Einheizer in der Halle. Das war bei euch auch immer wichtig. Die Stimmung in der Halle, ich glaube, die ist heute mitentscheidend, dass Frischauf was holen kann, oder, Enid? Ja, natürlich. Ich rede von damals. Die Stimmung war in sehr vielen Spielen entscheidend, dass wir halt noch diese knappen Spiele gewonnen haben. Und ich hoffe, das wird heute auch so sein. Und natürlich gegen einen Berlin, der in so einer Form zurzeit spielt, ohne Publikum kann man schwer gewinnen. Und ich hoffe, heute wird die wieder helle Seed heiß sein und das halt den allen Spielern das hilft und das Frischauf heute gewinnt. Und bevor wir Enid noch verabschieden, müssen wir natürlich noch kurz was zum Kader sagen. Heute sind ganz viele Youngster dabei. Wir haben zu Beginn auch das Thema Jugend thematisiert. Dass es heute natürlich gleich so viele dann auch in den Kader schaffen, ist natürlich leider auch krankheitsbedingt einigen Ausfällen geschuldet. Ja genau, ich habe es ja angedeutet, Voraussetzungen könnten besser sein. Wir sind heute gerade auf den Außenpositionen extrem eingeschränkt. Marcel Schiller fehlt, Till Herrmann ist krankheitsbedingt nicht dabei und auch Franco Lastro nicht. Dazu kommt Josip Scharatz, der leider nicht spielen kann. Und mit Bart ist ja klar, fehlt dann der fünfte Spieler. Deswegen haben wir heute drei Jungs aus der A-Jugend dabei mit Valentin Abt, Tim Gossner und Moritz Fink. Für die Jungs natürlich ein tolles Erlebnis. Und ja, vielleicht sehen wir den einen oder anderen auch ein paar Minuten. Nichtsdestotrotz gilt es, alles rauszuhauen, was wir haben und versuchen, die Kiste hier eng zu halten. Ja, und wenn einer im Mittelblock fehlt, dann stellt er einfach Markus rein. Guck mal, die Oberarme an, oder? Den haben wir im Hinterkopf. Ja. Den habt ihr im Hinterkopf. Sehr gut. Nein, aber dass du heute so ein paar Junge damit präsentieren darfst, das ist cool. Wenn man sich überlegt, wie das letztes Mal abging, auch mit Julian Buchele. Also man merkt, dass hier wächst was mit der Jugend. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch super, dass die Jugend hier jetzt auf der Platte ist. Und manchmal ist es ja so, ja, da bist du ins kalte Wasser geschmissen. Und es gibt es ja auch andersrum. Ich erinnere mich mit dem Christian, ja, EHF-Cup-Finale. Auf einmal kommt der und zieht die Hose an. Ich habe mir heute auch schon überlegt, ob ich es mache. Mit dir vielleicht zusammen oder so auf rechts außen. Oh, nee, ich bin keine Alternative. Wir lassen dann, wenn, dann Edin einfliegen. Der ist noch fitter als ich auf alle Fälle. Es gibt einen Unterschied zwischen uns zwei und ihm. Er kann Handball spielen, wir zwei nicht. Genau, und Edin kann alles halten. Sehr gut. Herr Tahirovic, nochmal vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Dir alles, alles Gute. Gerne. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du dann da bist. Dann begrüßen wir dich endlich mal hier auf der Couch, Christian. Das ist unser Ziel für die kommende Saison, richtig? Unbedingt. Enid, du bist herzlich eingeladen, natürlich. Alles Gute und bis bald. Und ja, genau. Und Grüße an deine Frau. Grüße an deine Frau. Meine Frau wird sie dann mitnehmen nach Metzingen. Dann klappt es. Okay. Ich hoffe, dass wir uns auch bald sehen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und natürlich mit zwei Punkten, die wir heute holen. Liebe Grüße nach Sarajevo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Überragender Typ. Einfach überragend, oder? Ja, immer gewesen. Auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld. Auch immer für einen lustigen Spruch zu haben. Also, guter Typ. Deswegen wäre es schön, wenn er mal wieder vorbeiguckt. Sehr schön. Und jetzt entlassen wir dich. Ich habe dich heute ein bisschen länger beansprucht. Aber ich glaube, wenn wir so einen Gast haben, dann ist es perfekt, oder? Ja, schön. Markus, dann machen wir zwei den Schluss und bevor es jetzt aber gleich losgeht hier noch mit dem Fansong, bevor du den noch ansagen darfst, noch ein Satz von dir zum heutigen Spiel. Ja, es ist heute schon auch eine Charakterfrage für die Jungs, die dabei sind, für die Gestandenen, dass sie die Jungen heute mitnehmen und das Publikum, oder? Ja, absolute Tabellenführer ist da, wenn man mal auf die Platte schaut, was die dabei haben. Das ist da auch für jeden natürlich ein Genuss, auch für jeden Jungen zu spielen und wie du es sagst,
Das kann man erwarten vom Führungsspieler, vom gestandenen Spieler, dass er dir an die Hand nimmt und sagt, keine Angst, wir sind da, wir helfen dir, weil als junger Spieler heute, als Vertretung für kranke Spieler, kannst du nichts falsch machen bei so einem Spiel. Genau. Jetzt gibt es gleich den Fansong. Ich entlasse dich dann auch da runter. Du heizt richtig ein. Noch kurzer Hinweis. Nachher geht es weiter mit dem Fanradio. Karl-Heinz Beck ist wieder da. Ich werde ihn unterstützen als Statistiker. Und ansonsten hören Sie ihn, wenn Sie bei uns beim Fanradio reinhören, hören Sie den Markus auch. Weil die Tore, die werden so laut angesagt, die hört man dann auch über mein Mikro noch mit. Das freut mich immer. Sehr schön. Du sorgst für Stimmung und dann holen wir was gegen die Füchse. Zumindest ein Punkt, so wie du es gesagt hast. Ein Punkt holen wir heute. Da bin ich überzeugt davon. Überraschungspunkt ganz zum Schluss. Siehste, mein Tipp 29-29. Ah, das sieht gut aus. Laser Man. Laser Man. So, du bist dran. Jetzt gibt es den Fansong und wir hören uns dann gleich wieder im Fanradio. Das machen wir auf jeden Fall. Also, liebe Fans, dann heißt es für uns jetzt Tradition. Emotion, Herzblut. Hier kommt unser Fansong. Mit Herz und Hand für Momente wie diesen. Mit Herz und Hand werden wir Tore schießen. Ja, wir halten aneinander fest und geben niemals auf. Frisch auf, frisch auf. Mit Herz und Handball-Bundesliga bei der Spieltagsshow wird präsentiert von Logifis IT.
Ihr IT-Dienstleister für eine sichere und sorgenfreie Digitalisierung. Vier Heimniederlagen in Folge. Der letzte Heimsieg, der war im November 2023. Ja, die Rhein-Neckar-Löwen hatten etwas gut zu machen. Vor 11.500 Zuschauern gegen Frisch auf Göppingen. Aber Frisch auf startet gut in die Partie. Nach dem Sieg in Erlangen mit viel Selbstvertrauen 1-0 durch David Schmidt. Die Löwen mit vielen technischen Fehlern in der Anfangsphase. Dann allerdings kamen sie so langsam ins Spiel. Marin Cego aber zu Beginn gut drin. Dann drehen die Löwen auf. Göppingen schafft es in der Abwehr nicht mehr, sich so sauber zu sortieren. Stattdessen immer wieder die Löwen. Führen dann zwischenzeitlich mit 2 Toren. Erik Persson setzt sich durch. Zum Anschluss kurz vor der Pause zum 10:11. Das Ganze in Unterzahl. Doch noch vor der Pause erhöhen die Löwen. Aber immer wieder sind die Göppinger gefährlich aus dem Rückraum. Kurz vor der Pause wird es dann allerdings ein Stück weit deutlicher. Die 15:11 Führung durch Tobias Reichmann. Rein in Halbzeit 2. Und immer wieder das Duo Knorr-Kohlbacher, das an diesem Tag sensationell funktioniert. Und Yannick Kohlbacher am Ende auch zum Topscorer macht. 9 Tore bei 10 Versuchen. Überragende Ausbeute bei ihm. Und auch David Späth mit einem Sahnetag. Der Keeper, der heute aus dem Trio ausgewählt wurde, am Ende mit 16 Paraden. Sicher auch einer der absoluten Matchwinner auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen. Und die pushen sich nach vorne. Eine Viertelstunde vor dem Ende sind es nur 2 Tore Vorsprung. Aber David Späth hält die Führung fest. Nahe an seiner Saisonbestleistung, das waren einmal 19 Tore und Juri Knorr taut auch so richtig auf im zweiten Durchgang. Stellt hier auf 3 Tore Führung für die Mannschaft aus Mannheim. 24:20 steht es dann mit Anbruch der Schlussviertelstunde. Josef Scharatz verkürzt wieder auf 3 Tore. Sollte es nochmal spannend werden hier in der Schlussphase? Die Antwort ist relativ einfach. Nö, wird's nicht, weil die Rhein-Neckar-Löwen dann auf 5 Tore Vorsprung gehen über Philipp Awansu. Auch wenn die Göppinger immer wieder Tore erzielen, hinten in der Abwehr schaffen sie es nicht mehr wie zu Beginn der Partie, den Zugriff zu erlangen. Tobias Ellebeck nimmt dann Anlauf, verkürzt wieder auf 3 Tore in der Schlussphase. Aber die Löwen einfach zu ausgeschlafen, zu wach und zu stark an diesem Tag gewinnen mit 33:29 die Partie nach 4 Heimniederlagen in Folge. Endlich mal wieder 2 Punkte für die Löwen. Die Göppinger allerdings auch im 9. Auswärtsspiel in Folge ohne Sieg. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein. Die Handball-Bundesliga bei der Spieltagsshow wird präsentiert von Logifis IT. Ihr IT-Dienstleister für eine sichere und sorgenfreie Digitalisierung. Chances in tornado from Kansas. The coast seems too close to oceans. They hope to roll in and shake the land of the owners. So put their hands up and deal with benefits. Big fish never get caught, won't flinch. I caught hooks in spots where I swim. Been landlocked. These landlords want what I cannot give to get to space. I must take up, can't evaporate and won't stay stuck. This backwards state won't shape up. Don't know my place. I gotta make it up. It's
Careful on the ladder if you go get it. Corporate double speed door menace. Hate to see your language so tormented. Tongues of the enemy. Split twist and flip scripts endlessly. I don't get it. Hard to see the pattern when you're so in it. Said I wouldn't settle in. I'm so many. Might bend low. Won't get the two fools in a trench coat. Mr. C. Ist es richtig, liebe Regie? Dürfen wir einfach jetzt schon loslegen? Jawohl, wir sind drauf und wir wollen auch loslegen. Karl-Heinz Speck ist nämlich zurück von der Platte hier oben bei mir. Am Fanradio wird auch gleich übernehmen. Ich lasse mal einmal kurz durchatmen, aber der ist schon wieder so fit. Der freut sich jetzt auf ein richtig tolles Spiel mit vielen Zuschauern, die sich warm klatschen. Die Halle ist so gut es geht abgedunkelt. Die Feuerfontänen schießen nach oben. Die Büchse, die hast du gerade schon vorgestellt. Die Gäste sind also auf der Platte. Und wer fehlt noch? Ja, es fehlt natürlich unsere Mannschaft noch, aber ich gehe mal stark davon aus, die wissen, dass es gleich losgeht. Und hier läuft natürlich tolles Video, alte Zeiten. Ich hab schon. Also können wir ja ein bisschen Werbung machen. Hier, wir haben hier das Enzinger, Apfel, Johannisbeer und du auch. Ja, ja, ich nehme euch auch Apfel, Johannisbeer. Apfel, ja. Ich hab noch mal ja, das ist sehr gut. Also, nehmen wir mal vorm Spiel einen Schluck. Ja, aber das behalten wir, wenn wir heute gewinnen sollten, dieses schwere Spiel, dann behalten wir das auch weiter. Dann nur noch Apfel, Johannisbeer. Aber dann gibt es nur noch das. Ja, ja, und zwar Leiblau. Ja, aber sicher. So. Also, Timo ist auch da, hört uns auch. Kannst du uns hören, Timo, unser technischer Aufnahmeleiter? Ja, er hört nichts, aber egal. Nee, der ist so fokussiert auf das Spiel, ja, da unten, klar. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen aus der EWS Arena, der Hütte Süd. Ja, mein Wunsch war es ja, dass wir heute Sold Out haben, ausverkauft. Das wird nicht ganz klappen, aber ich hoffe doch, dass wir die 5.100, die wir gegen Erlangen hatten, zumindest heute gegen den Tabellenführer auch wieder haben. Also die 5 knacken wir, da bin ich sehr zuversichtlich. Die Logen alle ausverkauft, die Backen gehen noch und die Fontänen gehen auch noch hoch, aber kein Pyro. Kein Pyro, mein Lieber. Da habe ich mich beim VfB so geärgert über die schwarze... Hat er was? Ja, echt? Ja, ich habe abge... Ja? Ist mir gar nicht aufgefallen. Dass da ja, was ja, war. Ja, aber ja, es, war hat, es hat gemüffelt. Ja. Ja, unglaublich. Ja, ja. Aber anderes Spiel, anderes Thema. VfB ja. Läuft soweit. Die Berliner. Ja, was gibt es da zu sagen? Berlin, Tabellenführer. Die Berliner haben hier 47-7 Punkte, stehen ein Punkt vor dem SC Magdeburg. Die haben aber ein Spiel weniger. Und wir Frischhoff mit 12, auf Platz 12 mit 21-33. Wie sind denn die Chancen? Ja, wenn wir hier runterschauen, dann ist genau das eingetroffen, was wir vermutet haben. Schau mal, ich sehe keinen Josip Sarac. Und ich sehe unter anderem, oder siehst du ihn, auch keinen Marcel Schiller. Nein, 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 fehlen beide, krankheitsbedingt. Das heißt, wir haben viele junge auf dem Feld, oder? Ja, einige junge Spieler dabei, auf die werden wir noch eingehen. Die Bilanz gegen die Berliner in der Liga ist gar nicht mal so schlecht. Von 25 Heimspielen hat Frischhoff immerhin 17 gewonnen. Das ist nicht so schlecht, denke ich. Und viele denken da auch an die letzte Saison, da waren wir auch erfolgreich. Da haben wir das Heimspiel tatsächlich auch gewonnen. Mit 25-19 war das damals. Und sensationell in Berlin, ja, beim Hinspiel. Und das haben die Berliner noch nicht vergessen, glaube ich. Frischhoff, die einzige Mannschaft, die den Berlinern zu Hause einen Punkt abgenommen hat. 29-29. Und die Füchse ist natürlich eine Mannschaft, die international sensationell bestückt ist. Fabian Wiede ist wieder zurück, Paul Druck schon ein paar Wochen länger. Und hier ist immer noch richtig Verkehr, sodass wir eigentlich Gott sei Dank das Spiel noch nicht läuft. Deshalb können wir noch ein bisschen vorher erzählen. Mhm. Fakt ist auf jeden Fall, dass heute ein Spiel ansteht, das wir nur aus meiner Sicht erfolgreich gestalten können, wenn wir geduldig spielen, weil die Gäste haben einen Torhüter mit Dejan Milosavljev. Der ist die Nummer 1 in der Bundesliga, 1,88 groß, aber 120 Kilo. Also da steht ein Schwergewicht im Tor und der hat sensationelle 280 Paraden schon gemacht. So, 280 Paraden schon gemacht und ein guter Torhüter in der Bundesliga macht 200 oder 220. Also der hat schon 60 mehr. Das habe ich ihm auch nochmal gesagt. Sagt er, wusste er gar nicht. Da habe ich gesagt, Junge, heute, auch wenn du gar nichts hältst, du bleibst immer noch vorne. Ja, genau. Dann sagte er zu mir, weil wir kennen uns auch schon ein paar Jahre, schaut er mir und sagt,
Heute mache ich das dritte Spiel des Jahres. Oh, ja, aber ich finde ihn Wahnsinn. Ich habe zuvor in der Spieltagsshow auch immer gesagt, man sagt ja immer, man darf den Torwart nicht warm schießen. Das ist so eine Floskel, aber bei ihm gilt es wirklich. Ja. Ich finde immer, wenn der hier die ersten 3-4 Bälle wegnimmt, dann weißt du schon, dann ist das Tor wirklich so dick. Dann ist es zugenagelt. Also deswegen sage ich, wir müssen geduldig spielen und in die richtige Wurfposition kommen. Aber selbst dann, sagt Markus Bauer, unser Coach, hält er immer noch einiges. Also, und dann mal den Blick auf unsere Torhüter. Ja, da heißt es immer, na, warum spielt denn der Julian Buchele nicht von Anfang an? Ich persönlich finde es okay, dass jetzt wieder Schego beginnt. Und wenn es dann nicht läuft, kann Julian reinkommen mit seinen Emotionen und vielleicht die ein oder andere Parade oder der hält ja auch mal wieder den 7 Meter hin und wieder. Und dann ist der vielleicht der Richtige für, naja, zweite Halbzeit oder irgendwann im Laufe des Spiels. Der wird kommen, da bin ich sicher. Und jetzt gab es den Anwurf. Berliner übrigens, das Trikot kenne ich gar nicht. Rotes Trikot. Und unsere Jungs natürlich, wie immer, in grün-weiß. Jetzt begrüßt man sich erstmal. Und für Frischauf auf rechts außen Flotmann. Dann haben wir Schmidt, Kneule in der Mittelposition, Sebastian Heimann und auf links außen. Ja, das ist interessant. Ja, Kamalus. Das wird mal interessant, wie der sich auf links außen schlägt. Also, erster Wurf, erster Schuss in die Deckung und Berlin hat den Ball. Ja, und ich glaube, so, das wird richtig schwer, da drüber zu kommen. Die sind in der Mitte. Ist das so ein starker Block? Oh, Marcinic, der jetzt am Boden liegt, genau. Ich finde den Wahnsinn, wie der verteidigt. Jetzt hat es Schmerzen gegeben für die Nummer 93. Da muss ich wieder mein Licht einschalten, mein Lieber. Du hast mehr Licht wie ich. Wie kommt das? Hast du einen so hellen Schein, Holger? Ja, klar. Auf mich fällt da nur ein Schatten ab. Also okay, das ist natürlich Miljanio Marcinic, der gerade am Kreis steht. Und das ist ein Mann, der hat 2,10 Meter. Also schau dir den an. Ja. 2,10 Meter und ich glaube, er ist auch mit 122 Kilo schwerster Spieler. Und wenn ich sage schwerster Spieler, dann kann der den Körper natürlich am Kreis auch entsprechend einsetzen. Gut gespielt und Schego mit erster Parade. Ja, das war wichtig. Da kommt der rein und jetzt kommt auch mal eine Faust von ihm. Jetzt ja, kommt da mal was. Genau. Hi. Gegen Kolberg war das. Ah, Tollbring. Ja, das alte Schwede. Ja, ja, Hans Lindberg. Genau. Hans Lindberg wird demnächst 43 Jahre alt. Und den begrüße ich regelmäßig mit Hallo, alter Schwede. Und heute auch. Und dann sagt er, ich bin kein Schwede. Und dann sage ich, ist egal, aber du siehst so aus. Letzte Saison definitiv für Hans Lindberg, den Rechtsaußen, ein Top-7-Meter-Schütze und jetzt haben wir Glück gehabt. Ja. Ja, Tor für Frischauf und aber schon der Konter, schon der Konter. Eieiei, da musste die Abwehr da sein. Natürlich machst du Welthandballer persönlich, Matthias Gitzel und das 1:0, ein Wurf von Sebastian Heimann und der Gästetorhüter war zumindest mit der Hand dran. Rutscht ihm aber dann durch ins Tor. Also aufgepasst, dass wir den da nicht warm schießen. Und jetzt ist Frisch auch wieder im Ball. 1:1. Jakamalus läuft ein. Und dann müssen wir schauen. Tim Kneule. Und jetzt kommt wieder Heimann. Ja, den haben die natürlich schon auf dem Zettel. Das ist ja kein Thema. Das ist ja ganz klar. Muss gewischt werden. Nein, das geht so. Kosina am Kreis, den haben wir vorher vergessen, natürlich, Grescho. Und jetzt Kneule, Schmidt mit großem Anlauf auf Heimann, der muss einen weiten Bogen laufen und wird natürlich, weil die Nummer 93 der Gäste ist, natürlich auch eine für die Abwehr, nicht nur für den Kreis, wird da natürlich gestoppt. Jetzt versucht das Anspiel und Jakamalus profitiert davon, ja? Da war ein Anspiel an den Kreis, ein Tim Kneule, der kann den Ball nicht fangen, da rollt der Ball weiter zu Jakamalus und der macht was, gar nichts macht er, denn das war durch den Kreis und damit bleibt es beim 1:1. Schade, schade. Gitzel. Jetzt Lindberg. Lindberg, erster Schuss, erster nicht Vortreffer, sondern Innenposten. Es bleibt beim 1:1. So, und jetzt ist er drin. Andreas Lothmann, Flipperball, rechter Posten, linker Posten und rein. So, vor uns ist schon wieder Betrieb. Ich muss zumindest das Spielfeld sehen hier.
Ja, aber Andy Brotmann, finde ich, seit seiner Nominierung merkt man, da ist auch nochmal so ein Schub durchgegangen. Absolut, oder? Absolut, absolut. Andy Flotmann, der macht das gut, das hat er gegen Erlangen schon gut gemacht. Bin mal gespannt, ob Till Herrmann, oh, der nächste Ball gehalten von Cego, das fängt gut an. Ob in der, auch Till Herrmann mal wieder zum Einsatz kommt. Ja, Kamalus zieht nach innen, macht das Tor. Neuer Spielstand nach 4 Minuten und 15. Bereit zu 1 für Frischauf. Ja, man muss dazu sagen, die Gäste haben am Wochenende gegen Wetzlar gespielt, zu Hause knapp gewonnen. Dann haben sie am Dienstag gegen die Kadetten aus Schaffhausen gespielt in der European League. Da haben die dann auch wieder gewonnen und das heißt dann, sie sind da im Viertelfinale und sind auch gleichzeitig Titelverteidiger. Also, ja. Muss man auch noch dazu sagen. Und ob denen dann jetzt das dritte Spiel in 4-5 Tagen in den Beinen, in den Armen und im Kopf noch steckt, das ist die Frage. Was kommt da von denen? So, Gitzel macht das Spiel. Jetzt muss ein Abschluss her, sonst muss ein Zeitspiel geben. Ja, da kommt auch schon. Uiuiui. Oh, der geht weit drüber. Weit übers Tor, beide sind zu frisch auf. Ja. Oh ja, da will er's. Und Kresho! Nein! Ja, der scheitert. Milosaljev, dieser Teufelskerl mit der rechten Hand. Der war gar nicht mal schlecht von Kresho, aber der Torhüter ist einfach eine Wucht. Eieieiei. Jetzt die natürlich die Gäste wieder dran, die können jetzt verkürzen auf 3-2. Lasse Andersson übrigens, der Mann mit der 11, der muss nicht so nah an den Kreis. Der kann auch schon noch mal aus 10 Metern abdrücken und das macht er auch ganz gerne. Und dann haben sie mit der Nummer 17 auch noch einen Jungen in der Mannschaft, nämlich Nils Lichtlein. Und bei Lichtlein, da dämmert es beim einen oder anderen und jetzt kommt, ja, Andersson. Nils Lichtlein, da dachte ich, das ist doch der Sohn von dem Torwart. Lichtlein, nein, es ist der Neffe. So alt ist der Torhüter Lichtlein natürlich, oder ehemalige Nationaltorhüter, der übrigens die meisten Bundesligaspiele gemacht hat. Haben wir schon mal diskutiert. Ja. Der hat ja noch mit 44 gespielt. 3-2. Ja, das sieht doch ganz gut aus, Holger. Ja, ist okay. Guter Start. Schade sogar noch die große Chance von Grecho. Also, sie sind drin im Spiel, das war wichtig. Gerade wenn man davor noch so ein paar Hiobsbotschaften bekommt, dass einige ausfallen, dass man dann, ja, dass die Jungs sich zusammenraufen. Ja. Und ja, zumindest mal am Anfang Parole bieten. Und du hast richtig gesagt, weil auch der Gegner hat natürlich einiges in den letzten Tagen in den Beinen und in den Armen gehabt. So ist es. Also, Josip Sarac ist natürlich ein kapitaler Ausfall und ja. Marcel Schiller ist das gleiche in Grün. So, jetzt gibt es Freiburg für Frischauf. Da kommt viel Arbeit zu auf Tim Kneule, auf Sebastian Heimann und Kresho. Kresho wühlt sich durch und macht den letzten Treffer. Dorf Göttingen, 7. Spielminute, 4-2 in der EWS Arena. Und wenn man so schaut, dann denkt irgendwie, da raucht es auch, aber das ist die Hölle Süd. Kein Pyro, sonst auch nichts, geraucht wird auch nichts. Obwohl es ab 1.4. Jahr möglich wäre. Ja, ja. Aber irgendwann unterstellt man uns das. Irgendwann kriegen wir das auch zu hören, wenn wir hier on fire sind. Aber wir sind völlig clean. So sieht's aus. Uns reicht das Enzinger. Aber du, oder? Aber hallo. Enzinger hält uns wach und in Form. So, ja. Gitzel wurde hier etwas unsanfter attackiert, als er am Boden war. Aber gar nichts Schlimmes. Freiwurf. Und Andersson spielt auf den Linksaußen und der sucht sich das kurze Eck aus. Ja, da muss man aufpassen. Das war die Nummer 9 und das ist Jerry Teufring, der Schwede. Auffällig übrigens bei den Berlinern, das ist eine Mannschaft, die schon teilweise jahrelang zusammenspielt. Ja. Also die haben auf der Bank so Spieler noch wie Paul Drucks oder auch Fabian Wiede. Also die haben da schon Kaliber, die schon seit 2010 bei den Füchsen sind. Und von der Jugend her. So. Ah, der geht daneben von David Schmidt leider. Jetzt schaut mich eine kleine Handballfreundin an. Du musst ein bisschen zurückgehen, damit ich das Spielfeld gut sehen kann, weil ich da reden muss drüber. Oder willst du das machen? Ah, nein, also gut. Abgefangen von Basti Heimann. Komm. Also, Basti Heimann. Tor! Tor in Göppingen! Yes! 5-3.
von der halblinken Position unten halb rechts eingenetzt. Sebastian Heimann, das ist gut und das ist wichtig. Und zwei Tore vorne. Es gilt hier, die ersten 20 Minuten eine Führung zu machen. Dann müssen die nämlich noch mehr Kohlen auflegen oder auch Körner, ja, die sie haben oder auch nicht haben, auspacken. Aber Gitzel, und wieder Cego lenkt den Ball an die Latte. Guter Auftakt für Marin Cego. Und jetzt könnte Bischoff mit 3 nach vorne gehen. Schmidt läuft ein, spielt Grescho an und Grescho scheitert noch einmal an diesem Teufelskerl im Tor der Gäste, an Dejan Milosavljev. Und das war auch stark gemacht. Ein Sololauf über das fast ganze Feld. Ja, die Nummer 17, den muss man sich merken. Ganz junger Kerl, Nils Lichtlein. Und Jaro und Siever, der ist jetzt gerade mal 30 Jahre alt und ist immerhin schon seit 2020. Ja, da gibt es Pommes mit Mayo und Ketchup, mein das lieber Mann. Leider, der Timo, dem geht's gut. Timo hier. Geht's bisschen gut. Handball gucken, bisschen Pommes essen. Aber warum ist der rot-weiß? Da muss es doch eine Avocado, eine Grün-Weiß-Soße geben. Grün-Weiß, da hätte ich reingebissen. Aber so, Knäule wird hier zu Fall gebracht, bekommt natürlich den Freiwurf. Ja, wenn wir dann ab und zu was anderes erzählen, dann liegt es einfach daran, dass wir sehr nah am Geschehen sind. Da kommen dann Menschen, die bieten dann mal was zu trinken an. Die anderen prosten uns mit dem Bier zu. Ja. Wir bleiben beim Enzinger. Hier wird gewischt. Das ist eine gute Aktion. Sollte ich auch mal wieder zu Hause. Aber morgen, ja, morgen ist ein guter Tag. Morgen mache ich das, wenn die Sonne nicht scheint. Aber ah, die kommen raus. Die kommen morgen raus. Also das sind wir zwar im Freibad. Gutes. Gewischt wird im Freibad. So, jetzt ist Poteco drin für Dreschung am Kreis. Wie Poteco, ja, das muss man auch mal wiederholen. Einige hier auf Abschiedstour, ja. Mhm. Ellebeck jetzt drin, Tobi Ellebeck auch auf Abschiedstour. Jetzt muss ich mal sehen. Malus auf der Halbposition, Ellebeck. Ah! Eieiei, der Wurf war zu schwach, den wehrt er mit dem Fuß ab. Jetzt sind wir so in der Situation, wo dann irgendwann jeder Respekt vor dem Torwart bekommt, den sie sowieso schon hatten, aber wenn der dann noch so hält. Und jetzt Andersson und jetzt Lichtlein und jetzt kommt wieder der Linksaußen. Tolli, Tolli. Yeah. Ja, der macht's. Ausgleich, ja. Yes, so schnell geht das. So schnell geht das. Und Jerry Teufling, der Mann mit der Nummer 9, macht das Tor für die Gäste. So. Jerry Teufling, der Schwede, auch schon 33 Jahre alt. Auch etliche Jahre schon bei den Berlinern im Einsatz. Ja, Kamalus. Und ich blicke nicht so richtig durch, wer ist jetzt Tim Knäule, der neue Linksaußen, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, die wollen da ein bisschen wechseln, ein bisschen für Verwirrung stiften. Okay. Oder Verwirrung stiften, ja, ist okay. Ja, Kamalus. Schmidt. Oh, den hat er wieder, ja. Jetzt schießen den Baum und jetzt haben wir das Problem. And now we have a problem. Und jetzt ein geiler Anwurf von Andersson. Und dann wird er selber werfen nach außen und Hans Lindberg. Oh! Zweiter Schuss, zweiter Nichttreffer. Parade Cego. Rechter Fuß unten, fährt aus und wehrt ab. Und den Rebound hat die Bischof-Mannschaft ebenfalls. 12 Minuten, 5 Sekunden jetzt gespielt in der EWS Arena. Die Zuschauerzahl bekommen wir noch, aber ich riskiere schon mal die 5000 zu sagen. Und Schmidt jetzt aufpassen, nicht überhastet, Jungs. Und der wird jetzt ordentlich bearbeitet von der 93. Mijaljo Marsenic ist das und das ist echt eine Kante. 2,10 Meter. Und Tobi Ellebeck steigt hoch. Jetzt sucht er wieder die Lücke, geht alleine durch. Ja, aber den Ball hat der natürlich, ja? Ja, ja. Der Berliner. Da wollen wir gar nicht sagen, aber gibt Freiburg, ja? Ja, weißt du, wer mir bis jetzt auch richtig gut gefällt, sind die beiden Schiedsrichterinnen, ja, oder? Ja, absolut, absolut. Oder? Also Anja Kutter und Maike Merz, die finde ich überragend. Also haben sie wirklich, wie die sich entwickelt haben in den letzten Jahren? Absolut. Mittlerweile oder länger schon auch international und was dazu kommt, die sind
ich darf das hoffentlich sagen bei den beiden Schiedsrichtern, die sind super nett, die sind authentisch, die sind vor dem Spiel, du plauderst mit denen, die lachen, du merkst ja nicht, dass sie eine riesen Anspannung auch haben. Ja, auf die wird ja auch geguckt, auf die Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterinnen. Jetzt ein missglücktes Anspiel, nachdem die Hand zum Zeitspiel oben war. Und jetzt kommt Gitzel, Welthandballer, 23. Ja. Und der ist sauber unten links ins Eck. Und schon die erste Führung für die Füchse aus Berlin. Ja, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, wir bleiben lieber hier in der EWS Arena. Und Markus Bauer hat jetzt erstmal genug gesehen. Nach 13 Minuten und 5 Sekunden die Passo getätigt und das ist die Auszeit. So. Muss er nehmen. Muss er sofort reagieren. Finde ich gut. Ich bin da eh immer ein Freund, der dann sagt, lieber schnell reagieren. Ja, die letzten, oder jetzt dieser Doppelschlag von den Füchsen, ist nicht viel passiert. Aber sie haben sich jetzt dreimal die Zähne ausgebissen. Einmal in der Abwehr, dann am Keeper auch noch. Ich finde, jetzt ist genau nämlich das passiert. Der wird heute hier ein Bombenspiel machen. Der ist richtig gut drauf. Ja. Der war in den letzten Spielen gut. Also ich glaube, das wird die Aufgabe, dem jetzt in den nächsten 2-3 Angriffen müssen 2 sitzen. Sonst wird es eng. Also ich teile das hundertprozentig. Der richtige Zeitpunkt für die für das Timeout von Frischhoff. Denn die Berliner dürfen nicht ins Rollen kommen. Aber was mich ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, ich habe das am Anfang schon mal gesagt, wir müssen schauen, dass wir in den ersten 20 Minuten hier einen Vorsprung haben. Damit wir irgendwann mal merken, den Berlinern 3 Spiele in 4 Tagen, die müssen das doch irgendwann auch mal merken. Aber die haben natürlich auf der Bank, schauen wir, wer da noch da sitzt. So. Herr Drucks, Paul Drucks, Lichtlein geht immer wieder raus. Dann haben wir da noch den Fabian Wiede, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Nee, der ist nicht dabei. Ist nicht dabei, okay. Also vielleicht ist das auch von der Belastungssteuerung so, weil der ist ja erst nach einer Verletzung zurückgekommen, dass man dem gesagt hat, nee, dem gibt man jetzt eine Pause. Und jetzt kommt Erik Persson, der Mann, der in Berlin kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht hat. So, jetzt gibt es einen Eckball. Also die Berliner stehen natürlich wie die Eins hinten drin. Der Mittelblock ist Wahnsinn. Mal sehen, ich starre hier. Also wir haben hier keinen Phrasenschwein, aber wenn du Tabellenführer bist, dann bist du halt Tabellenführer. Und dann kannst du mit so einer Abwehr natürlich arbeiten. Und jetzt! Ja! Geht ja! Über 30! Grecho! Und auf der Gegenseite, das geht zu schnell, Leute! Das geht zu schnell! Grecho kämpft sich durch. Dann machen die einen Blitzangriff, sauber auf Tempo gedrückt und machen wieder ein Tor. Und diesmal durch Max Dari. Und es steht mittlerweile 6-7, aber alles noch im grün-weißen Bereich. Ja, ich finde, wenn du in der ersten Halbzeit mal das Spiel eben halten kannst, ausgeglichen halten kannst, dann ist schon mal was Gutes. Ja, das sind die Duelle, das sind die Würfe. Die tun dem auch weh, die tun ihm weh, halb hoch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da eine Ansage gab von Markus Bauer bei diesem Torhüter. Bei Dejan Milosavljev halbhohe Bälle oder Richtung Kniehöhe. Und das hat jetzt Ellebeck gemacht. Tobi Ellebeck hat es gemacht und hat das Tor gemacht zum 7-7. Technischer Fehler dann von den Berlinern und Frischhoff hat den Ball wieder. Übrigens Gitzel, also das ist auch eine spannende Geschichte. Matthias Gitzel, der Welthandballer. Der Matthias Gitzel, der Welthandballer, hat mit 71 technischen Fehler. Die viertmeisten technischen Fehler in der ganzen Liga. Und die meisten Fehler mit 75, das ist Jurik Nord mit 75. So, jetzt sagen wir. Yes. Tobi Ellebeck setzt nach. Jo, und wieder dieser. Das muss besser werden, Leute. Die machen vorne ein Tor, dann machen die eine Harpune, machen einen Blitzangriff. Schnelle Mitte, gibt es jetzt noch 2 Minuten für Erik Persson. Sieht so aus, oder? Ja. Diskussion der Schiedsrichterin. Und dann sagt sie, und das finde ich toll, die erklärt das jetzt auch Markus Bauer. Ja, jetzt ist Erik Persson 2 Minuten draußen. Jetzt sind sie einer weniger. Jetzt steht es 8-8. Au. Ja, ich wollte das noch zu Ende bringen mit den technischen Fehlern. Das sind natürlich Spieler, die oft den Ball haben, die oft Entscheidungen treffen müssen. Und da kann es natürlich schon mal vorkommen, dass du dann mal falsches Abspiel oder 4 Schritte oder irgendeinen anderen technischen Fehler machst.
Aber trotzdem sehr interessant. Gitzel Welthandballer und in der Bundesliga auf Platz 4 mit den täglichen Fehlern. Aber hier hat er bisher keinen gemacht und hat überzeugend gespielt. Genau. So sieht das nämlich aus. Gegenwartspiel, Göppingen, 4. April sage ich da nur. Schmidt, David Schmidt ist noch nicht so drin im Match. So, kein Fehler jetzt, Tor leer natürlich. Yes, jetzt muss der Ball gehalten werden. Markus Bauer hat mutig entschieden, den Torwart rausgenommen. Und Schmidt, ja, das war hier, das war ein Fehlentscheidung. Das war klar, der wirft doch nicht zum Spaß hier oben in die Würstchenbude rein. Sorry. Der Ball ging ja fast in den Getränkestand oben rein. Das war natürlich ein Griff in die Hand. Schau dir Markus Bauer an. Da hat er recht. Ja, das war eine Fehlentscheidung. Ja. Aber ganz klar. Das war eine Fehlentscheidung. Weil das müssen die sehen, weil die Jungs schießen doch nicht in den dritten Stock. Ah, so, habe ich Berlin sie zu früh gelobt? Ja, nein, ich finde sie trotzdem gut. Nein, aber das war ein gut. Fehler. Die sind richtig gut. So, jetzt aber. Da schaut er noch hinterher. Und jetzt wird es ruhig in der Halle. Und das war natürlich wieder Matthias Gitzel. Und Spielstand 8:9 und noch 40 Sekunden. Frischauf Göppingen in Unterzahl. Unterzahl für Frischauf und das heißt, die EWS Arena muss jetzt mal richtig laut werden. Wir können es nicht sagen, weil uns hören nur die zu Hause, dann werden sie mal ein bisschen lauter. Das hilft ja manchmal auch. Also, Schmidt, wen haben wir auf der Platte? Ellebeck. Tim Neuler auf links außen. Jakar Malus im Moment in der Mitte, dann kommt Schmidt. Gut finde ich, dass Schmidt hier diszipliniert bleibt und nicht einfach draufballert, sondern tatsächlich auch abwartet, bis die gute Wurfposition da ist. Und schau dir diesen Torhüter an. Und Schmidt und jetzt Jakar Malus. Jakar, komm! Und nochmal. Zweimal hintereinander klärt er. Hast du gesehen, wo der Fuß von dem war? Ja. Die 120 Kilo musst du erst mal hochkriegen. Boah, Doppelparade. Boah. Also, der müsste eigentlich zu circa 10 schon auf dem Deckel stehen. Ja, mit der Sabel hier, der ist einfach Wahnsinn. Der ist einfach sensationell, der Junge. Ja, der ist überragend. Überragender Keeper. Und bleibt sowas von lässig und ruhig da drin stehen, der macht seinen Job. Wenn der so weiterhält, dann könnte der Richtung 20 gehen. Also ja, natürlich aus Bischof sich nicht hoffen wollen. Also 6 oder 7 hat er schon. Ja. Also das ist. Und wir sind erst in der 18. Spielminute. Ja, genau. Markus Bauer hat sich noch gesperrt beim technischen Delegierten bei Holger Fleisch. Sagt dem, da war doch vorhin ein Foulspiel, aber das ist natürlich alles yesterday. Tobi Ellebeck, ein Spiel auf Korosina. Super. Sehr gut. Jetzt bei den Berlinern. Paul Drucks. Boah, macht die Stürmer noch. Ja, kommt Jungs. So, Chance wieder in Führung zu gehen und Grecho ist gegen seinen Ex-Club motiviert, oder? Absolut. Grecho denkt immer, ich meine, er kommt aus Magdeburg. Ich sage, Grecho, du kommst so aus Berlin. Ich bin ein Berliner, sagt dann Grecho. Okay, aber jetzt natürlich seit vielen Jahren bei Frischauf und jetzt in seiner letzten Saison. Ellebeck! Oh. Ah, der wäre rein, aber der geht neben das Tor. Aber der wäre drin gewesen, 100 pro. Eieieiei. Mann! Ja, knapp daneben, ja. Wow. Der junge Mann neben mir, der muss drin sein, oder? Ja. Ja, das sagt er genau. Ja, also gut, wir sind uns einig. So, lauter Experten um uns herum, eine junge Dame ebenfalls. Das muss Tor sein, oder? Ah, ja klar, okay. Und dir gefällt es auch noch, ne? Dir gefällt es auch noch bei uns. Sehr gut. Kleine Handballerin steht direkt neben uns, guckt sich das genau an. Boah. Und das war eine Fehlabgabe, ein sogenannter technischer Fehler. Jakar Malus im Konter. Nein, langsam machen Jungs 9:9. Das ist alles noch gut. Wir sind immer noch gut dabei. Jetzt kommt Flutmann. Sebastian Heimann geht raus. Heimann, dann Persson. Jakar Malus macht jetzt das Spiel in der Mitte. Kosina, Ellebeck. Sehen Sie eine 6-0-Abwehr, die es in sich hat gegenüber. Da muss man schnelle Beine haben. Und dann gibt es Gott sei Dank Einwurf. Aber wiedergehalten. Ja. Also, 20. Spielminute. Boah. Also mit so einer Paradenanzahl ist das Ergebnis noch top, oder? Das muss man ja wirklich sagen. Ja, klar. Dann macht er die 200 heute voll.
Nee, nicht 200, 300. 82 hat er schon vorher. So, Ellebeck. Ellebeck wird zurückgepfiffen, weil Kreschow im Infight mit Gitzel war. Und dann sagen die beiden Schiedsrichterinnen, Jungs, kommt mal ein bisschen runter. Aber das machen die in aller Ruhe. Aller Ruhe, das gefällt mir. Und die Spieler haben vor denen auch Respekt, das muss man auch dazu sagen. Ja, den haben die sich mit toller Leistung abgefälschter Ball. Und trotzdem kommt er mit dem Fuß noch daran. Er wäre zieht die Füße um die zusammen. Beine gegangen und er kriegt die zu. Das war durch die Hosenträger und der macht die Beine noch zu Schego. Ja, das war natürlich schade, schade, schade. Nämlich Tor für Berlin. Und das macht die Nummer 11. Das macht die Nummer 11. Sein dritter Treffer bereits. Lasse Andersson, ja, schon klar. Lasse Andersson mit 3 Toren. Ja, das ist einer vor dem. Ja, muss eigentlich vor dem Spiel, muss ich sagen, muss vor allem abwarnen und bei allen musst du aufpassen. Aber insbesondere halt auch bei dem. Nächster Treffer. Ausgleich. So, jetzt haben wir hier gleich ein technisches Problem. Nur nicht unsere Kabel rausziehen. Alles gut. So, 10-10. Torschütze, hast du mitbekommen? Erik Persson. Erik Persson mit dem Persson-Move. Einen reingesetzt. Ja. Jetzt bräuchte Frischhoff ein, zwei Unterschiedsspieler, die das Spiel an sich nehmen, an sich reißen. Frischhoff steht in der 6-0-Abwehr, Lindberg läuft ein. Dann ist Lichtlein wieder da und da hat sie gut aufgepasst. Ja, komm, mach Tempo, das ja, da macht da oder mach sicher, nein. Erik Persson läuft heiß. Ich dachte noch, lass dir Zeit. Und da kommt ein echter Elch, mein Lieber. Drei Elche für diesen Wurf des Schweden Persson. Zack, oben rein. Und Parade. Oh, Tollbring. Der Schwede scheitert das erste Mal. Und jetzt nehmen die Berliner die Auszeit. Beim 11-10 für Frischhoff. Jaron Sievert, auch ein ganz ruhiger Typ, eigentlich einer der... So, jetzt haben wir das Thema, wie ich sagte, so 20 Minuten, jetzt sind wir mit einem Tor vorne. Ja, ist gut, du bringst den Gegner zum Nachdenken ein bisschen. Ja. Das Wichtige war, trotz so zahlreicher Paraden, ja, wer weiß, jetzt können wir auch wieder probieren, quasi bei Null anzufangen und ihn vielleicht noch ein bisschen weich zu schießen. Die letzten Treffer von Erik haben jetzt gezeigt, da geht was. So. Genau das ist das Thema. Das heißt, Erik Persson hat das letzte Tor gemacht. Und wie? Das letzte Tor hat er in Berlin auch gemacht. Ja, und hier auch schon gegen Flensburg. Der Junge, der ist wirklich, der hat gar keinen Nerven, oder? Der Erik Persson war letztes Mal bei mir in der OSG-Lounge dabei. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er gut versichert ist. Dann schaut er mich an, sagt, Versicherung? Ja, sag ja, wenn du immer das Netz kaputt schießt mit deinem Gewaltwurf. Ja. Und dann sagt er, ja, ich glaube, ich bin da versichert. Super sympathischer Typ. Ganz klasse Typ. Und, ja, wirklich. Ist hier richtig gut im Match. Und eins auch klar, wenn du mit so einem Tor jetzt hier mal aufwartest gegen den Torwart, der schon so viel gehalten hat, das gibt dir natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen. Aber voll den Push, ja. So. Berlin hat den Ball nach der Auszeit der Füchse. Lichtlein, Gitzel im Rückraum. Lichtlein wird gestoppt. Ja, es sind ja zwei Kanten bei uns in der, im Innenblock. So. Mit Kreschow, Kosina und mit Sebastian Heimann. Dazu Persson, der kann auch zulangen. Gitzel. Ja. Gitzel, sage ich dann nur. Der macht das einfach gut. Der ist schnell auf den Beinen und dann hat er schon 4 Tore gemacht. Ja. Ich bin so froh, dass du kein Schreiner bist. Nee, weißt du, nee. Dem fehlen immer ein paar Finger. Ja. Wenn du mir da 4 zeigst, dann ist das beim Schreiner 5 oder wie? Nein. Bei dir sind alle dran, oder? Ich mach das schon ganz genau. Okay. Du bist das auch dich, kein Handwerker, aber oder? Nur für dich. Nur für dich. Okay. Also gut. Persson. Janus Matscher. Jetzt komm. Na, der war zu schwach. Durch den Kreis und das gibt den 7 Meter, ich glaube ja. Ja, ab wird durch den Kreis und jetzt wer wirft?
Andi Flutmann. Marcel Schiller, vielleicht hört er uns zu. Marcel, jetzt in dieser Sekunde bräuchten wir dich auf jeden Fall. Aber dafür jetzt noch Marcel, komm. Eine Ibu und dann hätte ich doch geil. Jetzt kommt Andi Flutmann und ich sage dir, Andreas Flutmann, der haut das Ding jetzt sowas von rein. Links unten. Du hörst schon das Pfeifen im Wald bei mir, ne? Den Torwart würde ich gar nicht schießen wollen. Ja, ich auch nicht. Boah, ich bin so wahnsinnig, wie er immer rauskommt. Andi Flutmann. Komm. Ja! Ui, durch die Beine. Rechter Fuß geht hoch und genau da geht der Ball unten rein. Als sie sich vorhin warm gemacht haben, stand er drin, kommt der Ball zu mir. Dann sage ich, komm, ich hau dir mal einen rein. Dann macht er so, schießt doch. Und dann habe ich mit dem Fuß geschossen. Aber du, Holger, der hat ihn mit dem Fuß sowas von lässig gehalten. Ja, die sind unglaublich. Unglaublich. Guter Typ auch, der Torhüter der Berliner, der Dejan. 12:11, Frischhoff ist vorne. Das ist gut für die Stimmung hier in der EWS Arena. Und jetzt kommt Lichtlein mit Geschwindigkeit. Ja, der hat Tempo. Ja. Aber die Abwehr steht. Ja, das gefällt mir, die schnellen Schritte von ihm. Die ersten, wenn der da antritt, das ist so... Schnelle Beine, ja, der gut. Junge. Und wenn du den siehst, tatsächlich mal schauen, wie groß der eigentlich ist. Weil der, dass er noch ein Jungspund ist, das ist klar. Aber jetzt muss ich doch mal schauen, ob ich finde, die Nummer 17, Nils Lichtlein. 22, 1,81 mit 81 Kilo. Und seit 2019 spielt er bei den Füchsen in Berlin. So, was gibt's jetzt? Erstmal wird gewischt. Altes Thema, du kennst das. Ja, klar. Also, ja, dann sind da tatsächlich bei unserer Mannschaft natürlich mit Tim Kostner. Dann haben wir Valentin Abt noch auf der Bank sitzen. Nils Röller, auch einer der Jungen. Also gleich drei Youngsters. Und jetzt Hans Lindberg. Hey! Und auch Kinder. Das ist nicht sein Tag. Wow. Hoho, ein schussigerer 7-Meter-Schütze. Der hat eine Quote von 82% bei den 7 Metern. Und jetzt fischt Chego. Boah, zweimal aus dem Feld gescheiden und jetzt 20 Meter. Au, au, au. Das ist natürlich nicht das, was Hans Lindberg ansonsten so zu bieten hat. Der hat uns schon so oft wehgetan. Oh ja. So. Ja, Kamalus. Schnelles Abspiel. Neule auf links außen. Der hat, stimmt, Neule hat übrigens mal als links außen, glaube ich, angefangen sogar. Also er kann das durchaus spielen. Jetzt hat zweiter Kreis aufgetaucht. Ja, jetzt. Ah, jetzt. Schade. Das war ein Fehlpass, ja, schade. Und der Konter und ein Steal. Oh! Tim Kneule. Ne, 2 Minuten für Erik. Zweiten zwei. Die zweiten 2 Minuten, weil er den Gegenspieler mit beiden Händen gestoßen haben soll. Und gehalten, ja, beim Tempo-Gegenstoß. Eieiei, das ist jetzt bitter. Ja, schon die zweite. Uiuiui. Das heißt, in der Abwehr kannst du den gleich mal auf der Bank lassen. Und als Stürmer muss er dann aufpassen, dass er beim Zurücklaufen nicht noch so einen Leichtsinnsfehler macht. Also, was war geschehen? Der Ball geht nach vorne. Dann, gut angespielt. Und guck dir diese Maschine an hier am Kreis. Jetzt kommt Lindberg. Guck mal, der hat auch Respekt. Früher hätte er da, wäre Richtung Tor gegangen. Jetzt spielt er lieber wieder zurück. Lichtlein, Andersson, Kitzel. So geht das bei denen. Ja. Die Bewegung ist gut. Und das muss man ganz klar anerkennen, oder? Ja. Aber einer weniger auch. Einer weniger. Ja. 12:12. Alles noch gut. Alles gut noch. Alles gut. Ja, aber fünfmal Kitzel von den 12 Toren. Ja, Kitzel ist halt der Mann. Ja, ja. Du wirst doch nicht Welthandballer, wenn du... Das, was du hier in der Halle bist, ist eher bei den Füchsen auf dem Feld. Ja, the so. Man. The Man. 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 Genau. The Legend. The Legend. Nein, aber der ist einfach richtig gut. Er sieht es dann sofort, Überzahl, dann kommt die Lücke und dann ist er... Ja, dann geht er da durch. Also, was mir bei Kitzel besonders gut gefällt, ist... Ja, Kamalus kriegt einen Freiwurf. Das ist, dass er... keine so Maschine ist, das ist so ein sportlicher Typ, der schnell und wendig ist, der aber trotzdem einen guten und vor allem einen sehr, sehr platzierten Wurf hat. Kosina setzt sich durch. Aber auch von Jaka, weil da waren schon die Zeit angezeigt hier. Ja. Für Pässe nur noch. Absolut. Jaka Malus fühlt sich, ganz frei. Marin Cego. Wir reden dauernd über den Sajovic.
Und jetzt hält hier Marin alles, oder? Jetzt ist der drin. Und er freut mich natürlich. Sehr gut. Marin Cego, auch auf der Abschiedstour. Nach ihm, diese Runde ist Schluss für ihn und das tut ihm ja auch gut. So, jetzt immer noch 6 Sekunden in Unterzahl. Und dann darf wieder verkündet werden, frisch auf, komplett. Yes, ist jetzt der Fall. Cego kann jetzt wieder ins Tor reingehen. Schmidt, Neulich. Der war gut. 2 vor. Yes. Erste 2-Tore-Führung. 14:12 für Bischof Göppingen nach diesem Treffer von Tim. Die haben es gehört, 9. So. Übrigens, beide Tore gerade bei 7 Paraden. Also manchmal fehlt da vielleicht die eine oder andere noch in der Statistik, wenn es nicht schnell genug, aber super, oder? Absolut, absolut. Ui, durch den Hosenträger. Ja, der war durch die Hosenträger. Tor für Berlin, 14:13 aus dem Gewühl heraus, nicht so richtig zu erkennen. Gitzel. Ich glaube, es war wieder Matthias Gitzel. Ja. Ja. Ja, der ist einfach gut, der Junge. Den stoppt so nicht einfach so. So, Schmidt. Ja, das müssen wir einfach hinnehmen, dass da einer mitspielt, der einfach überdosiert ist, was die Leistung angeht. Also, jetzt Neule. Tritt an und jetzt aus links außen. Ja, das ist schwer, das ist schwierige Position für Ellebeck. Und da macht der Torwart das kurze Eck zu und dann bleiben die Berliner jetzt im Ballbesitz. Und wieder geht's unten in 7 Meter. Ja. Ja, den muss man geben. Den kann man nicht nur geben, sondern den muss man sogar geben. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass er der auffälligste Spieler ist. Ja, definitiv. So, Wechsel von der Linie. Ui. Ja, Herr Lindberg. Lindberg überlässt Tolbring. Ui! Und auch den hat er. Marin Cego. Entwickelt sich zum Man of the Match. Cego. Sehr gut, sehr gut. Und die Nummer 9 war es in dem Fall. Jerry Tolbring. Boah, jetzt müssen noch 2 vorgehen. Und dann gehen wir mit einer Führung in die Pause. So. Und das wäre so gut für die Stimmung hier. Und jetzt kommt die Nummer 3 bei Frischer. Das ist ganz junger. Moritz Fink geht auf links aus. Ja, und neben uns steht der Keeper, sein Keeper aus der A-Jugend. Ah, das gefällt mir. Ja, Robin Zupp steht neben uns und der hat gejubelt. Ah, das war faul. Oh, nee. Leute, oh, nee. Das muss Freiburg gehen. Das ist Pfeifen eine Frechheit, ist dass da kein Pfiff kommt. Und das war Stürmerfaul, auch nicht. Oh, Entschuldigung. jetzt das war schlecht. Jetzt das waren 2 Fehler. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen die Bank. Das waren 2 klare Fehlentscheidungen. Eieieiei. Aber das waren richtig 2 Fehlentscheidungen. Einmal Foulspiel. Oh je. Ja, es gibt 2 Minuten gegen die Bank. Da ja, muss einer runter. 2 Minuten, aber das geht nicht. Also die Pfiffe gehen nicht. Aha. Da loben sie vorher so. Tanja Kuttler und Maike Merz, da haben sie wirklich gerade. Das war richtig schlecht, ja. Ja. Also wie gesagt, ich finde sie überragend normalerweise, aber das war gerade unterirdisch. Ja, das war schwierig. Also das geht überhaupt nicht. Ja. Also das heißt im Klartext, Frischau jetzt mit Ausgleich, 2 Minuten Zeitstrafe. Einmal weniger als so, gegen die Bank war das und noch 7 Sekunden. Und da muss jetzt ein Abschluss her. Und jetzt, was gibt es jetzt? Uhr anhalten, nur noch 3 Sekunden, 2 Minuten, ja, das ist Konzessionsstrafe. Ja, ja, genau. Sorry. Weil dann so wieder Jaka reingeht, kann Abwehrspieler gar nicht groß was dafür. Jetzt muss er halt runter. Und der Staun. Also Langhoff ist jetzt so ein bisschen das Opfer von diesen letzten hektischen Minuten. Der Mathis Langhoff, den das da gerade getroffen hat, der ist erstaunt. Jetzt habe ich 2 Minuten gekriegt, aber das war doch eigentlich gar keine. Ja, jetzt müssen sich noch was einfallen lassen. Jetzt, wer hat da die besten Chancen? Wahrscheinlich Sebastian Heimann. Schmidt mit links, eher nicht von dieser linken Seite. Da kann jetzt nur ein Wurf kommen. Also halten wir mal fest, 14:14, 3 Sekunden noch. Erik kommt auch noch aufs Feld. Erik Persson kommt, jawohl, das ist der Mann für die spannenden Momente. Ja, 3 aber Sekunden, heißt, da kann man schon noch kurz mal den Ball darüber. 3 Sekunden nochmal. Der müsste jetzt was passieren. Der müsste Heimann jetzt auf Persson spielen. Macht er das jetzt? Hey! Oi, Basti!
Basti Heimann macht das Tor. Halbzeitstand 15:40. Und weißt du, wo gerade auch gejubelt wird? In Magdeburg. Die hoffen, dass es so weitergeht. Also, Frischer führt zur Halbzeit mit 15:14. Das ist die eine Botschaft. Und nach der Halbzeit Frischer in Unterzahl mit 1:41 und die Gäste mit 1:58. Und wenn du mich jetzt hier noch relativ entspannt siehst, dass ich noch nicht runter muss, liegt es daran, dass da jetzt gleich etwas mit der Polizei passiert. Und im Anschluss daran habe ich die Aufgabe, eine Unterstützung zu finden für einen Sportler, für einen Handball-Fußballtrainer. Der hat schon ganz viele Sachen gemacht, der an Leukämie erkrankt ist. Okay. Und da werden Handballerinnen vom TSV Weilheim nach dem Spiel an den Ausgängen Flyer verteilen, dass man sich da registrieren kann. Typisieren bei der DKMS, finde ich super, gute Aktion. Und dies werden wir dann alles noch in dieser Halbzeit besprechen. Und natürlich, wenn man ein bisschen länger braucht, bis man da unten ist, dann kommt man gar nicht mehr runter. Also bleibe ich bei dir im Warmen. Bleib an meiner Seite. Ja, ich bleibe an deiner Seite, an deiner grünen Seite oder an der Spielführerseite. Ja, mein Lieber. Wer ist Capitano? Capitano. Du bist die Legend und ich bin der Capitano. Nee, ich würde sagen, wir machen gleich ein kurzes Break noch, aber nochmal das Fazit. Genau so eine Halbzeit haben wir gebraucht. Absolut. Hier, wenn man hier was holen will, dann musst du in der ersten Halbzeit die Leute mitnehmen und die Jungs in der Kabine, jetzt sitzt du noch dran, glauben, dass was geht. Ja, also wir führen mit einem Tor, schöner wäre gewesen, 2-3, aber man darf nicht übermütig werden. Man muss mal konstatieren, hier ist der Tabellenführer, hier ist die Mannschaft, die natürlich der Favorit ist und da halten wir gut mit. Und das ist genau das, was ich schon im Vorfeld auch gesagt habe. Wir haben 5000 Zuschauer oder mehr, hoffe ich. Und dann musst du ein Spiel abliefern, wo du kämpfst und die Berliner vielleicht, die Körner vielleicht ab der 50. Minute ein bisschen liegen lassen. Die wir haben, die sollten den Berliner nachher fehlen. Aber vor allem bei einem, 7 Tore Gitzel. Der muss müde werden, sonst haben wir vielleicht Probleme. Aber der Gitzel, der ist ein Typ wie ich, der wird nie müde. Ja, das bist du. Du wirst doch nie müde. Ja, ich wäre schon längst wach. Ich mache jetzt mal den Kopfhörer runter. Ja, dann ich kann mich nicht mal ausschalten. Nee, du darfst ihn einfach runternehmen. Also. Und dann sage ich Ihnen noch, dass wir jetzt ein kurzes Break machen. Ich trinke jetzt auch noch ein bisschen was. Und dann geht es pünktlich weiter. Kurz vorm Anwurf der zweiten Halbzeit machen wir dann hier weiter. Werden uns die zweite Halbzeit genüsslich anschauen. Bislang wirklich ein super Auftritt von Frischauf. Tolle Partie. Stimmung gut in der Halle. Wir warten natürlich auch noch auf die Zuschauerzahl. Und dann, wie gesagt, hören wir uns gleich wieder. Kurzes Break, bisschen Musik für Sie zu Hause. Lose
Careful on the ladder if you go get it. Corporate double speed door. Menace, hate to see your language so tormented. Tongues of the enemy. Split twist and flip scripts endlessly. I don't get it. Hard to see the pattern when you're so in it. Said I wouldn't settle in, I'm so many. Might bend low. Won't get the two fools in a trench coat. Mr. CEO, I did new math. Now I owe you. Say you owe me. You want my energy for free. Yeah. Give me percentages and fees. Hey, what's the man? It's time to go. Been too long, too slow. Gotta get with the rhythm I need. New sights, new souls. New sights to show. Thinking of all of these reasons to leave. I need some new life. Let go, move light. New regions, new seasons. Same numbers, same phone. Won't lose my luggage. You won't lose my love.
You've been paying rent here in my head. Tried to fight it off, tried to hold my breath. I keep holding back, trying not to crash right into you. But you look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing's gonna go. Fans, Musik wird runtergezogen und hier geht es weiter mit Halbzeit 2. Hier gab es jetzt gerade ein bisschen Halbzeitprogramm mit Markus Heider, der mit der Polizei hier ein Interview geführt hat, die hier mit einem Stand vertreten sind in der Halle, und mit Karl-Heinz Beck, der gerade nochmal Werbung gemacht hat. Ein ganz wichtiges Thema. Hier wird für einen an Leukämie erkrankten Handballtrainer ein Stammzellenspender gesucht und da wurde aufgerufen, lassen Sie sich typisieren, und das gilt natürlich auch für Sie zu Hause, lassen Sie sich typisieren für die DKMS, gute Sache, und Sie können ja mit einem kleinen Stäbchen, mit einem kleinen Stäbchen im Mund können Sie viel Gutes tun. Ui! Ja, die läuft wieder. Wir schauen noch 58 Sekunden in Unterzahl. Ja, der Wechsel auf den Außen hat jetzt momentan noch nicht gefruchtet. Nein, absolut nicht. Das war der Parier im Trikot der Füchse. Hack und Westabsteigung war das. Der hier gleich mal eine Fahrkarte geschossen hat. Auf der anderen Seite jetzt Tim Freihöfer, gebürtiger Reutlinger aus Lichtenstein oben von der Alp. Schwabe wie du und ich. Ja, aber schon lange. Du bist doch ein echter Schwabe. Ich bin der echteste Schwabtrainer in der Halle. Sage das. Oh. In der Halle schießt Sebastian Heimann. What the hell? Heimann schießt an den Pfosten, Tor ist leer, weil in Unterzahl. Und dann gibt es von ganz hinten einen Treffer. Das ist bitter, 15-15. Frischhoff in 5 Sekunden wieder komplett. Ja,
Jetzt nämlich. Ärgerlich. Jetzt sind wir wieder komplett. Und das bedeutet natürlich jetzt ausnutzen. Jakamanos macht das über den Scheitel des überragenden Torhüters der Berliner, Dejan Milosavljev. Und das wiederum heißt, Frischer führt mit 16 zu 15. Jetzt muss ich sogar den Ordnungsdienst rufen, damit er ein bisschen weiter nach hinten. Kannst du mal den Mann anstupfen da, den hier. Einfach mal, dass der mal herschaut. So, also ein bisschen zurück, damit wir freie Sicht haben. Sehr gut. So, jetzt haben wir wieder freie Fahrt, freie Sicht. Berlin im Angriff. Oh, der war natürlich stark. Ja. Ja, das war natürlich wieder Lichtlein. Ja, der hat Geschwindigkeit, genug. Der hat ja. Speed. Heimann! Heimann! Und Grescho hechtet hinterher, aber wo hat er ihn getroffen? Das ist jetzt die Frage. Torhüter hält den Ball sensationell wieder. Aber jetzt wo? Im Gesicht? Die sind ja da, also wir beide bei so einem Ball im Gesicht wären wir beide Altfieldsklinik. Das kann ich ja eigentlich versprechen. Ja. Da wären schon die rote Lampen bei uns. Aber kriegt jetzt den Beifall. Ich glaube, der hat ihn irgendwie so Richtung Hals getroffen, nicht im Gesicht, aber wenn Heimann da mal abzieht, ja, dann klar. Weißt du Bescheid. Ja, da brauchst du keinen Friseur mehr. So, jetzt Lichtlein. Der kommt jetzt in der zweiten Halbzeit und natürlich ist auch Gitzel auf dem Feld. Und auf der anderen Seite Andersen. Also das ist die Stammrückraum bei den Gästen. Und jetzt rechts außen. Und Schedo fischt wieder. Jawohl. Den hat er jetzt den zweiten weg. Genau. Ja. Jetzt der zweite Ball. Hakun West Abteigung heißt der Mann. Und jetzt kommt Kneule. Oh. Am Preis ist er diesmal. Aber auch schön verpasst die Heimat. Super Einspiel und Kneule mit Krawunz unters Dach. Ja, das ist ein schönes Handballspiel, lohnt sich echt, alle, die heute da sind. Ich hoffe, Sie merken es auch, bei uns ist die Begeisterung genauso groß. Und jetzt wieder auf der anderen Seite ein Tor und zwei Minuten auch noch. Also, und natürlich war es wieder Matthias Gitzel. Wer denn sonst? Gitzel wieder ein Tor und zwei Minuten für. Wer geht da raus? Noch nicht so entschieden und angezeigt. Was, Jaka? Ja, Jaka sitzt zumindest schon mal auf dem Auswechselbank. Grescho. Grescho. Grescho kriegt zwei Minuten und boah. Also harte Entscheidung. Also ich würde jetzt mal ganz, ganz, ganz vorsichtig sagen. Zwei, drei Entscheidungen sind diskussionswürdig. Ja, ja. Jetzt sind wir wieder eine Minute und 45 in Unterzahl und es steht 17 zu 17. Alles gut, alles gut. Aber unsere Mannschaft muss dranbleiben, muss konzentriert bleiben, muss schnelle Beine haben in der Abwehr, aber auch im Angriff. Schmidt weiß, dass heute nicht sein Wurftag ist und ja. Hält sich auch entsprechend zurück. Ja, 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 und Stopp vorgezogen, gut, dass die Zeit runtergeht in Unterzahl. Tobi Ellebeck. Heimann in der Mitte. Hoch der Arm. Ja. Jetzt da ist er. Jetzt. Ja. Wird aber von Gitzel gestoppt und dazu mit der 25 jetzt auch drauf, der vorhin eine gelbe Karte hatte und ein 2 Minuten Mattes Langhoff. Und jetzt ist der Arm leider schon wieder oben. Das heißt Zeitspiel. Noch 4 Pässe. 4 Pässe. Einer zu Ellebeck, der zweite zu Schmidt, wieder zu Ellebeck. Jetzt muss ein Abschluss her. Einmal so. Könnt ihr noch abspulen. So, jetzt ist noch einer. Ja. Ja, zeigen Sie auch. Ein Fingerchen geht hoch. Und jetzt muss eine Wurfkanone von Schmidt kommen. Wird behindert, ja. Aber Torwart war wieder dran. Ja. Ja, das ist schon stark. Ja, aber da drüber kommen ist ja richtig schwer. Ja. Nochmal Schmidt. Schmidt. Hui, und, ja. Da kommt er nicht richtig hoch. Und Heimann zeigt an, Mensch, ich hätte doch werfen können. Ja, gut. It is like it is, sagt der Engländer. Ja, aber jetzt die Zeit runterspielen. Auf, probiert sie nochmal zu. Hui, hui, was gibt es? Wieder 7 Meter. Ja, Lichtlein, der ist natürlich schnell. Der ist eminent schnell und der drückt so in den ersten 5 Minuten bei den Berlinern den Stempel auf. Ne? Ja, und Lindberg probiert es wieder. Oh, den ersten Lindberg. Hat er versemmelt, dann und jetzt wieder. Hans Lindberg, noch keiner drin. Bis jetzt Hans. Hat er alle gehabt. So, Schego.
Showtime. Zack und. Und? Ja. Tor. Ja, irgendwann ja. muss er ja dann drin sein. Irgendwann trifft auch der alte Hans. Das ist respektierlich gemeint. Der Mann ist 42, der war schon vor ein paar Jahren bei Berlin. Dann haben sie ihm keinen Vertrag mehr gegeben. Dann gab es einen Riesenaufstand in Berlin. Und jetzt hat er wieder einen bekommen. Aber jetzt ist Schluss. Aber er hört nicht auf mit Handball. Ja. Spielt in Dänemark weiter. Ein toller Sportsmann und bald 20 Jahre in der Bundesliga. Und Frischhoff wieder am Ball mit Heimer. Und jetzt kommt Kneule. Ja, da hat man gemerkt, da hat die Praxis auf links außen gefehlt. Schiller wäre da durchgegangen, aber Kneule spielt nochmal ab. 17 zu 18. Wichtige Phase jetzt. Ja. Schon wieder Zeit angezeigt. Boah, da war die Hand. So, jetzt musst du schießen, Junge. Jetzt musst du schießen. Ja, da hat ein technischer Fehler begangen. Ha. Jetzt muss ich aufpassen. 17, 18, dann sagst du ja und. Aber jetzt, pass auf. Anderson. Da wird gemeinsam gearbeitet. Ja. Da hat sich wehgetan, der Kreisläufer. Ein Mann mit der 93. Miljaju Marsenic. Ja, jetzt kommt Hebels, jetzt wäre wichtig. Jetzt noch ein paar halten und dann jetzt nicht abreißen lassen. Genau. Jetzt kein Tor. Hui. Kein Tor. Und jetzt technischer Fehler. Ja. Einwurf für Frischhoff. Ausgeführt. Ellebeck. Heimann. Jetzt geht's drauf. Und Heimann. Und Heimann. Und Heimann. Oh nee. Oh Mann. Gitzel geht frontal auf Heimann. Heimann drückt trotzdem ab. Und jetzt gibt es 2 Minuten, pass auf. Jetzt unterhalten die sich, was machen wir? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die nächste 2 Minuten Strafe kommt. Ja, und da ist es schon. Ja, das war natürlich schon. Ja, aber sie muss auf der anderen Seite pfeifen. Also heute haben sie kein glückliches Händchen bis jetzt, die Mädels. Sebastian Heimann geht runter. Und er ist auch der, die 2 bekommt. Also heute machen sie das, ja, hört sich hier. Die Chance nicht zu viel gesetzt, ist halt schlecht. Ja, muss man sagen. Vor der Pause Hektik reingebracht mit 2 falschen Entscheidungen direkt hintereinander. Und auch hier, da ist der Kontakt bei Basti Heimann im Angriff da. Da müssen sie nur pfeifen, dann ist alles ruhig. Und dann kommt auf der Gegenseite das zustande. Ja, dann wird Heimann ein bisschen nervös und schiebt ziemlich stark und kriegt dann 2 Minuten. So, und jetzt kann der es auch. Ja. Die 34, Hakum Vastaigum heißt dieser Mann. Konnte noch nicht rausfinden, was das für ein Landsmann ist, wo der herkommt. Faröer. Woher? Faröer, von den Faröer Inseln. Aha, ja, da heißt man so. Okay, auch sympathisch. Sympathischer Typ und Frischhoff, aber jetzt noch 1 Minute und 10 Sekunden in Unterzahl. Und das bedeutet nichts anderes, als dass jetzt ein Tor her muss. Weil wenn die Berliner mal 3 weg sind, dann wird das schwierig. Oh Mann, hey, ja, das war jetzt richtig ärgerlich. 2, 3 Entscheidungen wieder drin gewesen. Ja. Aber Basti Heimann war dann natürlich sauer, weil er keinen Freiwurf bekommen hat. Und hat dann im Gegenzug seinen Gegner relativ rüde weggestoßen. So, jetzt Freiwurf. Das musst du weniger pfeifen als das davor. Also ich dachte, die geben jetzt vielleicht 7 Meter. Bei der Situation, weil da wurde schon auch mit 2 Händen Ellebeck in den Kreis gestoßen und das sieht man gar nicht gern und das ist auch gut so, denn da sagt man normalerweise, da können Verletzungen entstehen. Ja, wenn die nicht richtig aufkommen und umknicken, das ist schnell mal das Kreuzband, da ist schnell mal unten am Knöchel was kaputt. Jetzt aber, Grecho sagt, mach langsam zu Ellebeck. Ja, Kamalus mit dabei, Schmidt dabei und die Hand ist schon wieder oben und ja, Kamalus. Ja, der geht weit drüber. Oh, das tut weh. Das tut weh. Eieiei. Wir dürfen uns doch von 1-2 Fehlentscheidungen jetzt hier nicht den Stecker ziehen lassen. Ja, 17 zu 19. Ärgerlich. Ja, aber jetzt kurz vor der Pause so war, dass uns eine 2 Tore Führung hätten reichen können, wenn es korrekt entschieden worden wäre. Boah.
Das ist zäh. Die Berliner lernen jetzt natürlich schön Zeit. Und dann Anderson, ja, der macht es auf dem Stand. Anderson geht hoch und hat jetzt natürlich auch schon einige Tore gemacht. Ja, auch schon fünf. Ja, fünf Tore Anderson. Gitzel, also die üblichen Verdächtigen, wie wir schon am Anfang gesagt haben. 17:20 und Markus Bauer macht das Richtige. Er versucht, das Spiel der Berliner zu unterbinden jetzt mit einem Timeout. Ja, Holger, wenn du jetzt mal die 9 Minuten 39 in der zweiten Halbzeit dir anschaust, was ist da passiert? Boah, ich finde der Anfang eigentlich ganz okay, beide Mannschaften. Ja, dann in Unterzahl ja zu Beginn, quasi beide mit ein weniger, spielen das ganz normal aus. Und jetzt haben wir diesen 4-Tore-Lauf für die Füchse eingeleitet, eigentlich durch eine klare Fehlentscheidung. Dann kommt die Hektik rein, dann kassierst du die 2 Minuten für Basti Heimann. Und davon haben wir uns jetzt nicht erholen können. Holger Fleisch, der technische Delegierte, ist ein ganz erfahrener, früherer Erstligaschiedsrichter, kann den beiden Schiedsrichtern natürlich schon auch den einen oder anderen Tipp geben. Natürlich hören wir das auch nicht gerne, wenn dreimal in der Halle Schieber, Schieber gerufen wird. Korrekterweise hätte es ja Schieberinnen, Schieberinnen heißen müssen, um da mal gendermäßig auf Dauerwelle zu kommen. Und das heißt im Klartext, jetzt bin ich gespannt. Ja, das gleicht sich ja dann irgendwann auch mal wieder aus, vielleicht auch mal durch einen 7 Meter oder wo man sagt, oh, war das wirklich einer? Aber ich bin die beiden trotzdem insgesamt als ein sehr gutes Gespann. Ich mag die sehr, aber heute nicht. Leider haben sie heute zwei entscheidende Phasen jetzt. Also kurz vor der Pause, dann jetzt gerade auch wieder. Ein Team kann sich dadurch absetzen. Ovale ab jetzt auf dem Feld. Valentin ab auf links außen. So. Heimann. Ja, die zeigen an, ja, zu viele Schritte in der Abwehr, also Freiburg. Ja, Valentin Abt, einer meiner Favorites aus der Jugend, kann ich so sagen, verlässt frisch auf Richtung zweite Liga zu Michael Haas, dem Ex-Capitano von Frischhoff. Geht nach Lübeck, spielt da sowohl in der zweiten Liga und jetzt. Ja, jetzt ist wieder Unruhe da, ja, weil Heimann da gezogen wurde, aber es kam natürlich zum Abschluss. Dann durch Person und dann gibt es gar nichts zu diskutieren. So. Stefan Kretschmer mit Schiebermütze sitzt auch da unten im Cap. Ganz entspannt, ganz ruhig. Und jetzt kommen sie wieder mit Anderson, mit Gitzel, mit dem jungen Lichtlein. Und Anderson kriegt den 7 Meter. Ja. Ja, den wird er wahrscheinlich bekommen. Aber hoffentlich jetzt nicht gleich wieder 2 Minuten. Ah, da ist ein bisschen irgendwie die Atmosphäre jetzt so ein bisschen Stecker gezogen. Ja, ne? Ja, man merkt das. So wie Krescher den Schuh. Den hat es auch den Schuh gezogen. Krescher hat es den Schuh gezogen. Also Schuh wieder anziehen, Proteko rein. Freiwurf ausgeführt, Lichtlein, Gitzel, Anderson, zack. Oh nein. Kein Stürmerfall. Den sie keins. Gut, muss natürlich schon sehen, wenn du von mit Schwung kommst dann und auch schießt, ja. Muss nicht immer Stürmerfall sein, aber könnte man, ja. Ja, war so ein Grenzfall, aber kann man auch so laufen lassen. So, also das heißt, 4 Tore Rückstand, 42 Minuten jetzt gleich gespielt. Valentin Abt wird ausprobiert auf links außen. Ist natürlich auch nicht seine Stammposition, spielt ja eigentlich im Rückraum. Erik Persson, oh. Ja, aus 11 Metern. Ja, Wahnsinn. Mein lieber Schieber. Oh, der war so wichtig, der Treffer. 18:21 und jetzt Freiburg. Ja, da war natürlich der 22-jährige Lichtlein deutlich schneller als Tim Kneule. Dann kommt es zum Infight, beide stürzen und dann gibt es Freiburg. Also mehr nicht. Ah, irgendwie brauchen wir hier jetzt irgendeinen Erfrischer. Wir brauchen einen Abkammer, wir brauchen etwas. Ja, eine Parade, egal was. Aber das, was die Zuschauer da haben, ja, ein Stil jetzt.
Basti Heimann. Basti Heimann. Person, Person. Knäule, Knäule, Knäule! Oh! Und da war er. Jetzt war er schnell. Das war die Geschichte. Aber schon wieder ein Blitzangriff. Schon wieder ein Blitzangriff. Die machen schnelle Mitte hoch 3. Oh no! Der lässt extra noch los. Gibt die den 7 Meter. Ah, ja, 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 ja. Okay. Wollen wir da mal Max Dari nichts unterstellen, aber der kommt ja nur zum Wurf. Ja. Ja. Und Hans Lindberg. Ja. Hans Diego Lindberg. Sprechchöre. Diego Sprechchöre. Und? Und? Ah, ganz knapp. Schade. Ja, das ist immer so eine ganz knappe Angelegenheit. Ganz knapp immer. Zwischen reingehen und nicht reingehen. In dem Fall ging er nicht rein. Auf geht's jetzt. 19:22. 44. Spielminute EWS Arena. Noch keine Zuschauerzahl. Noch gute Stimmung. Und noch immer die Chance für Bischof wieder ranzukommen. Persson, Persson! Ja, überragend. Yes, überragendes Tor wieder unten links. So, und da schaut er jetzt auch ein bisschen den Viertel der Torwart. Und schon wieder, schau an, das geht zu schnell, das geht zu schnell. Ja, ja. Wir brauchen ewig, oder wir müssen uns die Tore kämpfen, erarbeiten. Und die Berliner machen eine schnelle Mitte, werfen an. Und der Andersson geht da so, als ob er ja, die Abwehr gar nicht gibt. Und da muss Markus Bauer vielleicht nochmal eine Auszeit nehmen und wirklich intensiv darauf hinweisen, dass man da schneller nach hinten arbeiten muss. Das nach hinten arbeiten fehlt ein bisschen. Ja, ja. Da kleine Mauer hinten stellen. Kommen wir besser wieder gegen das Vollberg hier im Tor. Persson, Persson. Jakamalus, Flotmann. Flotmann machen. Ja! Ja, Andi Flotmann. Kastkreisklappe, Fußkreisklappe sind Schweden. Dankeschön. Und jetzt der Konter, jetzt Gitzel, aha, jetzt sind sie schneller zurückgekommen. Neuaufbau bei den Berliner. So, jetzt die Parade. Jetzt wird sie richtig gut kommen. Ja, sag's dem Schäger direkt ins Ohr. Ja. Der bräuchte von uns so, weißt du, so ein In-Ear. Ja. Schäger, halten! Also, Andersson. Macht es jetzt sowieso. Lichtlein probiert's, wird aber gestoppt. Neule ist da sehr aufmerksam. Jetzt gibt es einen Spielzug angezeigt. Fünf Finger, was immer das in Berlin bedeutet. Bei mir wäre es der Fünf-Finger-Daumen, aber jetzt kommt. Ja, Recho moniert, aber es war natürlich schon faul. Ja, ja. Muss man schon sagen. 45 Minuten und 24 Sekunden gespielt. Und jetzt geht's weiter. Oh, Andersson auf Gitzel. Gitzel probiert es alleine und macht das Tor. Ja, macht den. Das ist das sind nicht die härtesten Würfe, aber das sind sehr, sehr platzierte Würfe, die da von dem Gitzel da kommen. Und jetzt dürfte das Tor nochmal 8-9 gewesen. 9-9. Also. Der macht gleich die 10 voll. Mit Sicherheit. Also das, da wollen wir kein Prophet sein. Markus Bauer nimmt einen Schluck aus der Sprudelflasche und gibt wieder neue Anweisungen. Jetzt ist Malus, jetzt ist Persson und Heimann im Rückraum. Und wow, Heimann, da geht er durch. Ah ja. Sehr gut, Sebastian. Ja, und aber auch von Jaka wieder mit dabei gewesen. Aber schau, wie schnell das wieder geht. Schau dir das an. Parade! Parade, Schego. Und keiner vorne. Also macht langsam Jungs. Jetzt. Schau dann, das ist dieser Moment. Und du hast vorhin gesagt, da muss die Parade her. Jetzt ist sie da. Ja. Und die EWS Arena auch. Wenn Sie das jetzt so hören, dann müssten Sie doch auch gute Laune bekommen, mal wieder beim Spiel dabei zu sein. Donnerstag, 18.04. hier EWS Arena. 19 Uhr, dann wichtiges Spiel und kein Tor. Oh, Parade. Wichtiges Spiel gegen Wetzlar. Und was war das jetzt? Flotmann von außen will einen Heber probieren. Und Dejan Milosavljev verhindert. Oh, aber nächste Schego-Parade. Schego ist da. So, Jungs, jetzt kommt verkürzt Anschlusstreffer. 7 Meter. 7 Meter. Mädels, gebt die 2 Minuten. Ja, die kommen jetzt. Sehr gut. Merz Kuttler zeigen erstmal 2 Minuten.
gegen die Nummer 93, Mijailo Marcelnic. Und jetzt gibt es dann den Einsatz von Nils Röller. Oh ja. Jetzt wünsche ich mir, dass der mal ein paar Minuten spielen darf, weil den darfst du nicht unterschätzen, das ist eine Maschine. Wenn der am Kreis, der ist wendig. Aber es gibt keinen 7 Meter. Ja, hallo Leute. Ja, geht's noch? Ha! Das trägt er den Heimann nieder, kriegt 2 Minuten, aber keinen 7 Meter. Nein, 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 nein. Erde weg, Erde weg. Und jetzt kommt Lothmann. Guter Winkel. Yeah! Ja! Sauber. Da sind wir wieder. Welcome back in die S Arena. Frisch auf Göppingen. 23:24. Eine Minute und 33. Die Berliner noch in Unterzahl. Und jetzt nimmt, jetzt nimmt Jaron Siebert die Auszeit. Und jetzt müssten wir die Körner haben. Und jetzt müssen wir tatsächlich die niederkämpfen. Ja, guter Zeitpunkt. Die Zuschauerzahlen warten auch noch. Vielleicht kommen die jetzt. Ja. Nein, überragend. Und jetzt war es gerade richtig, richtig gut. Marin hat uns damit zurückgebracht. Dann natürlich aber auch, wie die Tore sich heute verteilen. Wir haben viermal Flotmann, viermal Heimann, viermal Persson, viermal Cosina. Top. Dann absolut. Dreimal Tim Neule, der Jungspund. Da auch mit 3 Toren. Nein, der Tim, Wahnsinn, oder? Wie der das noch durchzieht, ist unglaublich. Und da haben wir noch Manus 2, Ellebeck 2, also richtig gut. Die heute liefern müssen, die tun's. Ja, heute bei den Berlinern natürlich, aber das wussten wir ja vorhin. Ja, das Kitzel da. Ja, Kitzel Andersson. Und der Lichtlein ist auch immer ein Unruhe. 9 und 7. 9 und 7 Treffer. Ja. Müssen wir überlegen. 16 Tore, der 23 haben die beiden gemacht. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Holz. So, die Berliner haben natürlich den Ball. Wenn sie die Auszeit hatten, dann haben sie jetzt auch den Ball. Können jetzt wieder auf 2 nach vorne gehen. 23, 24, 47 Minuten und 34 Sekunden gespielt in der EWS Arena. Und noch immer keine Zuschauerzahl, aber die wird hoffentlich kommen. Ich brauche sie spätestens in der Pressekonferenz. Mhm. Und wenn ich die nicht sage, ja, wie viele Zuschauer waren es heute? Und wir würden so gerne die 5000 plus X verkünden. Lichtlein. Ballgewinn ins leere Tor jetzt. Das wäre jetzt so ein richtiges. Und? Gitzel am Boden. Jetzt gibt's da. Gibt es 7 Meter? Meter? Ja. Ja, und oh Mann. Hui. Also wenn das ein 7 Meter war, okay. Okay. Aber dann zeigt ihn das. Aber da muss er bei Sebastian Heimann. Müssen die beiden Damen bei Sebastian Heimann natürlich auch mal auf den Strich zeigen. Zuschauerzahl. Hans Lindberg und Zuschauerbrenner. Oh no, 4.900 Zuschauer. Keine 5 heute. Und Hans Lindberg, das macht er gut. Ja, den macht er richtig gut. Deutet unten an und haut ihn oben rein. So, jetzt pass auf. 4.900 Zuschauer. Und zur Halbzeit waren wir noch vorne. Ja, 15-14. 15-14. So, jetzt, Walle ab, mit Pech. Schade. Mit Pech, Oberschenkel und dann geht er an die Latte und geht nicht rein, da wo er hin muss. Weiter Walle. Walle bleibt dran, hat er ganz gut gemacht, aber so viel Pech. Da hält der mit dem Oberschenkel und lenkt den Ball oben an die Latte. Hätte ich ihm so gegönnt, Valentin Abt. Hoffentlich lässt er sich jetzt da nicht davon beeindrucken. Das war gut gemacht. Hat die Chance sofort gesehen, dass er werfen kann. Winkel war okay. Lichtlein, Gitzel, Andersen. Diese Achse, ja, Sie kennen es. Ich brauche mich nicht wiederholen. Und jetzt Gitzel. Und ja, aber jetzt. Parade. Ja, ruhig, Walle. Diego wieder mit Parade. Ja, Diego ist gut drin, glaube ich. Vorwärts war noch näher, aber der wäre zu riskant gewesen für Walle. Also das war gut, dass er da abgebrochen hat. So, Neule geht raus. Heimann geht raus. Wir brauchen den Anschlusstreffer. Jakamalus kommt. Und Ellebeck kommt auch. Valentin Abt auf links außen. Flotmann auf rechts außen. In dem hinteren Bereich. Rückraum. Persson, Malus und Ellebeck. Schnell gespielt und jetzt Valentin ab wieder. Und yeah! Jetzt!
Der ist drin. Ui. Gut gemacht. Ja. Und das ist nervenstark. Das ist super, Walle. Da muss er den Wurf nochmal nehmen. Da darf er nicht abbrechen. Und dann nimmt er ihn und haut das Ding unten in die kurze Ecke rein. Sehr gut. Das freut mich natürlich riesig. So. So, die Halle. Jetzt sind sie da. Hä? Und jetzt Chego. Und jetzt Chego. Ah. Ja, aber super. Lichtlein. Lichtlein, Lichtlein. Der macht immer das Kerzchen an und blast dann das Ding da rein. Ja, der macht er gut. Aber Valentin Ab macht guten Eindruck. Der ist da. So, Jungs, wir sind zwei hinten. Wir müssen dranbleiben. Wir brauchen den Anschluss. Wir sind in den letzten 10 Spielminuten. Demnächst die Crunch-Time. Da entscheiden sich die Spiele. Haben die Berliner genügend Körner? Haben unsere Jungs noch ein paar Körner? Hoffentlich. Ja, Kamalos tanzt durch die Abwehr. Wird hier gelegt. Tut sich weh. Wird gewischt. Es gibt Freiwurf. Kein 7 Meter, ist auch okay so. So, da gibt es noch was zu besprechen mit der Schiedsrichterin. Aber es war tatsächlich kein 7 Meter. Nein, nein. Ja, ja, Kamalus kommt ja auch immer mit viel Schwung auf die Abwehr zu. Und wenn dann der Erste dich abfängt, dann liegst du halt natürlich am Boden, aber ohne dass 7 Meter gehen muss. Ellebeck, Ellebeck. Oh, das aber. Aber das jetzt. Und krass, schau dir den Drescher an. Explodiert er. Also. Schönes Anspiel von Malus auf Kosina. Der wird am Trikot sowas von gezogen. Und natürlich macht er da noch ein paar Bewegungen und gibt 7 Meter. Jetzt aber. Andi Flottmann. Andi Flottmann. Aber Flottmann, Junge. Der Erste war drin. Und der auch. Und der auch. Der muss rein. Der muss rein. Und der geht nicht rein. Der geht nicht rein. What the hell? Hei, hei, hei. Ganz wichtiger, ganz wichtiger. Ja. So, aber warum wundert mich das nicht? Ja, ja, der Keeper. Ich finde den Wahnsinn. Ah, 24, 26. Ist wirklich unglaublich. Es ist der Kimi, den wir rausgesagt haben. Ui. Ja, Andersson macht das 24-27. Jetzt, Jungs, Anschluss und zwar schnell mit Tempo. Er kommt, Marius wieder. Ja. Jetzt darf nichts mehr dazukommen. Na, da muss man schon sagen, sonst ist der Deckel so ganz langsam vor der Crunch-Time drauf. Und zwar gegen unsere Mannschaft. Die Berliner, die stehen hier in der Abwehr natürlich, die pumpen auch schon ganz ordentlich. Jetzt kommt Ellebeck. Ellebeck! Kriegt den Freiwurf. Da hat er Glück gehabt. Ja. Weil der Torwart hat natürlich wieder gehalten. Dejan Milosavljev. Den Namen muss man sich wirklich merken. Uiu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 
Und Markus Bauer nimmt noch mal die Auszeit. Ja, jetzt die Chance. Ja, ja, ja. 6,5 Minuten noch zu spielen. Es steht 24 zu 28 aus Sicht von Frischhoff Göttingen. Ja, jetzt muss was Schnelles. Jetzt muss nächste Aktion muss drin sein. Der muss drin sein. Du kannst mir nochmal eins abreißen lassen. So lange Zeit haben wir nicht mehr. Und dann gilt die Abwehr, den Knall. Der Torhüter dahinter ist stark. Kriegt gerade auch einen Schulterklopfer, Maricego von Julia Buchle. Und dann hatte ich auch ja, guten Zuspruch von Primo Sprost. Also da passt alles. Aber die Abwehr davor muss jetzt wieder ein bisschen besser zupacken. Ah, das ist wirklich schade. Unsere Mannschaft hat bisher eigentlich von 53 Minuten, 47 Minuten gut mitgespielt. Und das Spiel sehr offen gehalten. Und wenn du gegen Berlin dann mit 4 hinten bist und noch 6,5 Minuten zu gehen sind, dann kann man schon sagen, im Handball ist das alles drin, aber ich bin ja normal Optimist, aber irgendwie fehlt mir ein bisschen der Glaube. Da muss zumindest ein mittelmäßiges Handballwunder her. Nein, die nächsten zwei Aktionen sind. Ja. Wenn wir jetzt einen machen und nochmal eine Parade oder einen Stil oder so schaffen, dann also sage ich dir, dann brodelt es hier nochmal. Und dann, weil die punkten schon, die Berliner und die wissen auch, dann wächst der Druck. Die dürfen halt nicht mal einen Punkt lassen. Also wie gesagt, den Druck müssen wir jetzt nochmal hinbekommen auf die Herren heute in Rot. Rechow hat Glück, hat Glück jetzt, weil das war gar nichts. Hat den Ball nicht gefangen am Boden, kriegt aber trotzdem den Freiwurf. Wir brauchen jetzt ein schnelles Tor. Da geht bestimmt auch gleich wieder die Haut hoch und natürlich abgefälschter Ball. Geblockt. Den fängt er dann fast mit einer Hand und dann hat der Gegner wieder den Ball. Und dann ist es einfach so, dass die Berliner jetzt 6 Minuten vor Schluss mit 4 Toren führen und sogar die Chance haben, auf 5 nach vorne zu gehen. Bah, schade, schade. Knapp 5.000 Zuschauer, 4.900 heute Abend in der EWS Arena. Haben ein schönes Handballspiel gesehen, gute Stimmung, aber die letzten Minuten, die haben unserer Mannschaft wehgetan. Und da zeigt sich natürlich auch die individuelle Klasse. Da muss man schon sagen, ja, gibt es da Unterschiedsspieler? Ja, die gibt es. Den Berliner Torwart, Cego hat aber auch gut gehalten. Aber im Feld sind natürlich Spieler wie Gitzel. Und jetzt Klotmann. Jetzt muss er es machen. Boah. Jetzt war er und er macht es. Foul! Und das war... Gitzel, Andersson, Lichtlein, das sind die Unterschiedsspieler auf Berliner Seite. Und der Rechtsaußen von den Fährinseln, der traut sich nicht mehr zu werfen. Das steht aber auch mal fest. Und Tolbring, der andere Rechtsaußen, der Schwede, der auch nicht viel getroffen hat, sitzt draußen. 3 Tore Rückstand. Kommt nochmal, Jungs. Ja, jetzt. Jetzt kommt das, was du sagst. Dein Drehbuch sagt jetzt voraus, Parade, Cego, jetzt. Na, aber den kann er nicht parieren. Aber, Wahnsinn. 10. Tor. 10. Tor für Andersson. Also keine Frage, das ist natürlich eine Rakete mit einem Wahnsinnswurf. Jetzt kommt Malus wieder. Jetzt kommt Kneule wieder. Die EWS Arena ist noch da. Die Fans feuern die Mannschaft an. Und ich glaube, egal wie das jetzt ausgeht, die Mannschaft wird heute mit 5-5 verabschiedet für diesen Kampf. Und jetzt gibt's Freiwurf. Persson mit seiner linken Klebe durchgegangen. Aber das gibt nur Freiwurf. Es gibt nur Freiwurf. Jetzt wird noch mal gewischt. Eieiei. 4 Minuten und 4 Sekunden, um mal ganz korrekt zu bleiben, sind noch zu spielen. Ball ist freigegeben. Kneule spielt auf Jakamalus jetzt. Was macht Kneule? Es gibt ein Foulspiel, so wie es aussieht. Ja, das Kresho kommt auch noch dazu. Kresho macht ein Stürmerfoul an dem Mann, dem 2,10 Meter Mann mit 122 Kilo, der schwerste und der größte gleichzeitig, den musst du erstmal auf den Boden kriegen. Also, aber natürlich, wenn es war, vielleicht ein Foul. Mijailo Marsenic macht, finde ich, gutes Spiel, arbeitet gut in der Abwehr und macht auch seine Chancen am Kreis natürlich. 25-29.
Was geht da noch? Geht da überhaupt noch was für Frischau? Die Berliner jetzt noch eins machen. Wenn sie dann ist durch. Ja, die lernen sich alle Zeit. Lichtlein macht das gut. Auf Andersen. Dann Manndeckung jetzt für den Gitzel durch Valentin Abt. Und dann versucht sich einer alleine durchzutanken. In dem Fall Lichtlein. Kriegt aber nur einen Freiwurf. Jetzt kann Gitzel wiederkommen. So, jetzt muss die Abwehr stehen. Der geht drauf, ja klar, der geht drauf und spielt Andersen an. Dann kommt Lichtlein, der wird in die Zange genommen. Freiburg, gute Abwehrarbeit, gut gemacht. Ja, jetzt muss man auch mit der Arm dann kommen. Ja, der Arm muss jetzt hoch, das sehe ich auch so. So, Gitzel, das ist natürlich alles, ist nur, das ist natürlich alles nur Showtime. Ja? Die gehen in die Abwehr rein, lassen sich ballen, kriegen natürlich den Freiburg. Die wollen gar nicht so richtig aufs Tor gehen. Aber sie können, wenn sie wollen. Sie können. Ja, ja, und dann Andersen. Haben sie den. Der kann dann aus 10 hochsteigen. Der Andersen ist ein Tier. Der macht das Tor. Und das Tier ist als Kompliment gemeint in dem Fall. Ein Mann, der hier aus 10 Metern hochsteigt und das Ding oben in den Giebel nagelt. Keine Chance für Diego. 25 zu 30. Noch 2 Minuten und 20. Crunchtime in der EWS Arena, die keine richtige ist. Ein Fehlabwurf. Einwurf für die Berliner. Ja, jetzt häuft sich das natürlich. Und jetzt ist eigentlich jedem hier klar, dass dieses Spiel leider nicht erfolgreich gestaltet werden kann aus Sicht von Frischhoff Göppingen. Das wird eine Heimniederlage geben. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr lang zu diskutieren. Jetzt, wo noch 2 Minuten zu spielen sind und die Berliner bereits den Ball wieder haben. Und die lassen sich jetzt auch Zeit. Und jetzt geht die Hand hoch, der Arm ist oben für Zeitspiel und dann kommt Gitzel und Tull. Fresh Boom Bang. Fresh Man Boom of Bang. The Match mit 11 Toren. Ja, absolut. Und jetzt darf Röller auch nochmal die letzten 1,30 mitspielen. Fresh ist draußen. Den würde ich jetzt einfach ein Tor gönnen. Ja, also der hat kaum gespielt, der Junge, aber der hat. Der müsste mal angespielt werden und dann können wir mal sehen, was der drauf hat. Ah, Erik Persson. Nochmal Zuckerstöhn. Ja, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, absolut. Früh belastet mit den 2 Minuten Strafen. Also 26:31 und normalerweise steht die EWS Arena in der letzten Minute. Heute könnte sein, dass alle sitzen bleiben dürfen bei diesem Spielstand. Aber ich finde, unsere Mannschaft hat sich gut verkauft. Ja. Die letzten 10, 12 Minuten dann die Berliner doch stärker. Und jetzt aus links außen. Ja, das war jetzt der Tim. Der Reutlinger. Dein Freund, dein schwäbischer Landsmann und mein schwäbischer Landsmann aus Reutlingen kommt. Ja, nicht. Aber du kommst doch eher aus der Böblinger Ecke. Ja, trotzdem. Feiner Bub. Richtig netter Kerl. Reutlingen. Union-Weltmeister, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Alles. Tim Freihöfer und jetzt nochmal Röller. Nils Röller, Glückwunsch zum Tor. 27:32. Letzten 12 Sekunden, ja, das könnten sie so runterspielen. Ja. Da können wir schon zu einem kleinen Resümee kommen. Oder die machen nochmal eins. Die werden nochmal einen Abschluss suchen. Nein. Das war's. Die wollen den Freiwurf nicht mehr ausführen. Ja, 27:32. Jawohl. 27:32. Am Ende muss man sagen, dann ja klar, verdient. Die letzten 10 Minuten haben sie gezeigt, dass sie schon eine Mannschaft sind mit Extraklasse. Aber 50 Minuten lang gutes Spiel von unseren Jungs. Und das mit kleinem Besteck, mit kleinem Kader. Absolut. Wenn man bedenkt, dass Saric gefehlt hat, dass hier der Linksaußen gefehlt hat, Marcel Schinner, dann muss man sagen, hat sich unsere Mannschaft gut verkauft. Jetzt gilt es wieder, Kräfte zu sammeln. Jetzt gilt es wieder, sich auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Und das ist die in Hannover. Uiuiui, ja, es kommen ein paar gute Aufgaben. Und dann heißt das nächste Heimspiel am 18. April. Da kommt dann in die EWS Arena die Mannschaft von der HSG Wetzlar, die in der Tabelle ähnlich stehen wie wir. Ja, bin gespannt. Wird interessant. So, und die kleine Handballexpertin, die neben mir gestanden ist, die wird sich jetzt gleich freuen.
darf ich dir zwei Karten noch schenken für das nächste Heimspiel, Frischdorf gegen Wetzlar. Wie heißt du nochmal? Jana. Jana, du bist eine gute Begleiterin gewesen, hast alles im Griff gehabt, kriegst zwei Karten von mir. Okay? Viel Spaß also beim nächsten Spiel. Ganz, ganz gute Tat von dir zum Schluss. Ja. Jetzt können wir noch darauf hinweisen, dass hier ja mit bei der OSG-Spieltagsshow gleich noch weitergeht. Viertelstunde nach Abpfiff dürfen wir wieder auf Sendung gehen. Da wird Christian Schöne bei mir sein. Sind wir gespannt, was er zu erzählen hat, was er auch schon in der Pause gesagt hat. Es gibt zwei, drei Phasen zu besprechen. Ich bin immer noch der Meinung, dass uns in der Phase vor der Halbzeit ein bisschen Unrecht getan worden ist von meinen Lieblingsschiedsrichterinnen. Ja. Und dann natürlich auch noch in der Phase zu 10 Minuten nach Wiederbeginn. Und da waren wir jedes Mal, einmal hätten wir weiter in Führung sein können, das andere Mal waren wir plötzlich 3 Tore hinten. Also gibt schon ein bisschen was zu besprechen. Es gibt auch tolle Einzelleistungen. Erik Persson, Torhüter Maricego. Also war schon auch viel Gutes dabei. Ja, also, muss man sagen. Viel Licht, aber was aber auch viel Lichtlein. Viel Lichtlein, ja. Auch, der war auch bei, gut. Ja. Bei uns viel Licht und bei Berlin noch mehr Lichtlein. Ja, der hat das gut gemacht. Gitzel, Andersson, natürlich die Protagonisten mit den meisten Treffern. Zusammen 20 Kisten. 20 Tore von 2 Spielern, also das war sensationell. Und die Berliner stehen zu Recht da oben, das muss man auch sagen. Ja. Aber es bleibt abzuwarten, wie sich unsere Mannschaft in Hannover schlägt und erst recht, wie es weitergeht, wenn wir dann wieder am 18.04. von hier aus das Fanradio machen. Dann gibt es auch wieder die Spieltagsshow. Du darfst jetzt 10 Minuten runterkommen. Horridosa, ja, ist ja nur Herr Laser. Vielleicht schaffe ich auch noch einen Sprung auf das stille Örtchen. Da wollte ich schon vor Beginn der Spieltagsshow hin. Hab's noch nicht geschafft. War wieder eine gute Show. Du und die Trainer, weil das so sagen, du wirst mit den Trainern in der PK sein und auch das wird man nachher live zeigen. Ist ja auch interessant, wie die beiden Coaches das Spiel einordnen. Und dann hat man auch noch Spielerbesuch bekommen. Das alles gibt es für Sie in wenigen Minuten. Der Countdown wird gleich ticken oder tickt schon für Sie. Ich weiß es gerade nicht, weil ich noch am Spielfeld dran bin. Waren wir wieder eine Ehre, Mr. Legend Beck. Yes, that's the way it is. Ja, wir sind trotzdem gut drauf, weil wir einfach sagen, unsere Jungs haben gar nicht so schlecht gespielt. Nein, das war ein guter Auftritt. Ja. Wir haben hier schon andere Auftritte. Also in dieser Saison, wir hatten hier schon Spiele gegen Lemgo, gegen den HSV. Ja. Da war ich betröppelt, aber das Spiel war gut. Absolut, das Spiel war in Ordnung und das wird auch sicherlich der Trainer so sehen. Ein paar Schwächen drin, vielleicht auch die Schiedsrichter, die ein oder andere, aber das brauchen wir jetzt gar nicht mehr alles wiederholen. Wir freuen uns gleich in der Spieltagsshow. Wir freuen uns auf jeden Fall, du gleich in der Spieltagsshow, ich gleich mit dem Trainer und dann einen schönen Abend aus der EWS Arena. Jawohl, bis gleich. Yeah.
When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out foreplay in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exes. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you around? If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready right this minute, ready right this minute, do you think that it would turn you on? You think that what we're fighting about is stupid. Just 'cause you don't agree don't mean it's stupid. Lately communication feels so useless. If we don't got that obsessive love, then what we doing? I don't ask for much from you. It's like you don't got the time to lose. Made me feel like I'm a burden when I tell you how I'm hurting. I'm feeling some type of way. You might have just pushed me away. You fucked up forever, 'cause I just wanted some time with you. Something you never had the time to do. Made me feel like I'm a burden when I tell you how I'm hurting. No, you just take your sorry to say you did. I ain't over it. So let me take my time and talk my shit.
We don't worry about it. We know it's all good. We just keep on vibing, dancing to the moon. We don't worry about it. We know it's all fine. We just keep this party till we see the sun. Yeah, we don't worry. The lights, moonbeams, only got you and me. Feels like it's New Year's Eve. Might as well never leave. Oh, I can't see when we both shoot the breeze. You got me down to a T, and I just can't believe that I met someone like you in this place. Looking at our phones, we know it's kinda getting late, but we don't worry. So, liebe Handballfans, da sind wir zurück zum dritten Part, zum Cooldown-Part unserer OSG-Spieltagsshow. Ja, nach dem Spiel heißt die Rubrik auch bei so einem Ergebnis schönes Spiel. Und Christian Schöne ist bei mir, wir wollen ein bisschen analysieren. Ich glaube, du gibst mir recht, Christian, über weite Phasen, auch von der Stimmung von allem her, war es ein schönes Spiel. Ihr hattet ja heute personell ein paar Probleme und die Jungs, die auf der Platte waren, die haben sich reingeknallt. Und dann gab es halt leider so zwei, drei Phasen, die gegen euch gelaufen sind, oder? Ja, ich finde insgesamt am Ende das Ergebnis zu hoch. Finde nicht, dass wir heute 5 Tore schlechter waren. Haben das Spiel tatsächlich auch lange offen gehalten. Ich glaube, bis zum 23-24 war es tatsächlich sehr, sehr eng. Von daher über weite Strecken eine sehr, sehr ordentliche Leistung mit einer, wie ich finde, wirklich auch guten ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit scheitern wir vielleicht auch ein bisschen zu oft an Milo Savljev, der am Ende mit 17 Paraden im Vergleich zu Marin, der auch ein sehr gutes Spiel macht mit 13 Paraden. Das ist dann vielleicht sogar der Unterschied. Ja, aber wie gesagt, am Ende finde ich, sind wir nicht 5 Tore schwächer heute. Aber ändert ja nichts. Das, was am Ende dann verdient verlieren, kann man dann schon so sagen, weil wir oder weil Berlin dann einfach in Matthias Gitzel einen absoluten Ausnahmespieler hat, der dann am Ende des Tages das Spiel gewinnt. Genau, 11 Tore eher, dann noch die 9 von Anderson, also 20 Tore allein aufs Konto von den beiden. Ja, das sind halt die Jungs, über die geht es bei denen. Und die zu verteidigen, man hat es heute gesehen, das ist halt schon echt eine Mammutaufgabe. Ja, ich glaube, Anderson macht gerade in der Schlussphase dann relativ viele Tore noch, aber ich denke auch in der ersten Halbzeit der spielbestimmende Spieler ist Matthias Gitzel, den man natürlich nicht ganz aus dem Spiel nehmen kann. Und heute ist es uns aber gefühlt gar nicht gelungen, weil wir auch in der einen oder anderen Situation, finde ich, ein bisschen zu passiv sind, ein bisschen zu defensiv sind, uns vielleicht ein bisschen zu wenig geholfen haben, gerade bei ihm. Das, finde ich, kann man trotz seiner Qualität besser machen. So kritisch müssen wir dann auch mit uns selber umgehen. Aber ja, es ist ein Ausnahmespieler und es bleibt, er ist nicht umsonst jetzt zum Welthandballer gewählt worden. Und
Macht tatsächlich auch Spaß, ihm zuzugucken. Gerade sind schon die beiden Trainer vorbei, Jaron Siebert und Markus Bauer. Hören wir kurz rein in die WK, wäre schön, wenn du dann noch kurz da bleibst. Da können wir danach noch mal kurz zwei, drei Fragen weiter besprechen. So, ab zur Pressekonferenz. Die Pressekonferenz von Frisch auf Göppingen wird Ihnen präsentiert von TeamViewer. Sicher, skalierbar, leistungsstark. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Liqui-Moly-Handball-Bundesligaspiel zwischen Frisch auf Göppingen und den Füchsen aus Berlin. Heute Abend waren 4.900 Zuschauer bei uns in der EWS-Arena. Der Halbzeitstand 15:14, Endstand 27:32. Herzlich willkommen dem Gästetrainer Jaron Siebert und natürlich herzlichen Glückwunsch, Jaron. Und herzlich willkommen auch unserem Coach Markus Bauer. Jaron, viele Spiele habt ihr jetzt gehabt und heute in Göppingen gewonnen. Wie ist zu deinem Gemütszustand und wie ist deine Analyse? Erstmal schönen Abend von meiner Seite. Danke für die Glückwünsche. Natürlich sind wir mega happy. Das Spiel hier in Göppingen vor einer sehr, sehr hitzigen Atmosphäre, während starker Unterstützung für die Göppinger Seite gewonnen zu haben und uns ein bisschen für den Punktverlust im Hinspiel revanchiert zu haben. Aber auch diese Phase, 14 Tage, 6 Spiele erfolgreich abgeschlossen zu haben mit 6 Siegen aus 6 Spielen. Heute, Göppingen hat uns alles abverlangt. Waren sicherlich auch ein bisschen ersatzgeschwächt, was man, finde ich, von der Spielleistung nicht gesehen hat. Sie haben mit Tempo agiert, sie haben Rückraumwürfe getroffen. Erste Halbzeit haben wir ein paar zu viele Kreisanspiele zugelassen und zu selten die Linksaußenposition in den Schuss gezwungen. Das ist uns in der zweiten Halbzeit dann teilweise besser gelungen, besser in der Abwehr gestanden, Tempo nach vorne gemacht, vorne im Angriff. Die Dinger, die wir hatten, konsequenter abgeschlossen. Und dann gewinnen wir hier mit 5-6 Toren, was natürlich ein überragendes Ergebnis ist, nach einer ersten Halbzeit, wo wir mit -1 hinten liegen. Und jetzt haben wir ein paar Tage Zeit, um uns zu regenerieren und den Fokus aufs Rewe Final vorzulegen. Danke, Jaron. Dann kommen wir zu unserem Coach. Markus, dein Statement zu diesen 16 Minuten. Ja, sehr intensives Spiel. Also Jaron, auch von meiner Seite Glückwunsch, am Ende absolut verdient. Wir haben, finde ich, wie Jaron gesagt hat, in der ersten Halbzeit wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Haben das einzige Problem oder das Problem schlechthin im ganzen Spiel war der Rückzug. Also wir haben effektiv im Angriff gespielt, aber das Tempo, was Berlin da abliefert, aus der schnellen Mitte oder im Gegenstoß, das haben sie auch gebraucht, weil im 6 gegen 6 hatten sie erste Halbzeit mehr Probleme, haben wir sehr gut gearbeitet, gut gedeckt und natürlich mit Marin auch einen guten Rückhalt gehabt. Und in der zweiten Halbzeit sind wir dann ein bisschen auch schlecht aus der Kabine gekommen. Es blieb knapp bis zum 18-18 noch oder 19-19. Da hatten wir aber auch schon zwei, drei klare Chancen, die wir nicht machen. Dann das einfache Tor ins leere Tor bei Überzahl, wo wir auch den Torwart rausgenommen hatten. Das hat so ein bisschen wehgetan und habe so das Gefühl gehabt, dass da der ein oder andere ein bisschen gezweifelt hat. Ups, jetzt wird's aber eine enge Kiste. Und so war es dann auch. Also die Durchschlagskraft im Angriff war nicht mehr so gegeben. Die Abwehr von Berlinern hat sich dann auch besser eingestellt, hat dann auch mal den ein oder anderen Wurf von außen provoziert. Da war dann der Torwart, der Milosavljev, wieder gut unterwegs und hat wichtige Bälle gehalten. Und ja, und dann kommt eben dieser Zug ins Rollen. Die Qualität in der Mannschaft ist unglaublich. Und da muss man auch mal sagen, was heute Matthias Kitzel hier abgeliefert hat. Ich weiß, für Jaron ist das wahrscheinlich Alltag, aber ich sehe das nicht jeden Tag. Also insofern muss man da wirklich Chapeau den Hut ziehen, mit welcher Qualität und mit welchem Tempo und mit welcher Dynamik er das permanent macht, ist großartig und insofern trägt er eben dazu bei, dass irgendwann jede Abwehr auseinandergezogen wird und da haben wir das dann nicht mehr geschafft, so diese Lücken zu schließen. Auch wir wollten natürlich Bälle von außen, die haben wir dann gar nicht mehr gekriegt. Ich glaube, zweite Halbzeit waren zwei Würfe von außen
oder drei und der Rest war alles Durchbrüche zwischen 1, 2, 2, 3 oder 4, 5 und 5, 6 von den Positionen außenhalb und halb Mitte. Das ist das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt und deshalb war es dann nachher doch 5 Tore. Ich finde, das, was die Mannschaft gemacht hat, hat sie sich selber so ein bisschen um den Lohn gebracht, um ein knapperes Ergebnis. Also ich rede jetzt nicht vom Gewinnen, also so wie Berlin heute gespielt hat, da hätte wirklich alles klappen müssen, aber vielleicht 2, 3 Tore zu hoch am Ende für das, was wir gemacht haben. Und insofern bin ich da über weite Strecken schon auch zufrieden, wie wir uns präsentiert haben. Ja, vielen Dank, Markus. Das waren die beiden Coaches, Jaron und Markus. Und jetzt wäre es an der Zeit, dass die heute anwesenden Journalisten ihre Fragen stellen. Eine Journalistin haben wir ja auch da, die habe ich fast übersehen. Herzlich willkommen. So, also, wer hat Fragen? Jürgen Frey ist der Erste. Ja, Frage an Jaron Siewert. Es wird ja im Handball immer viel über Belastung geredet. Ihr hattet jetzt viele Spiele. Wie ist es denn zu erklären, dass ein Gitzel und auch ein Anderson, die ja permanent fast durchspielen, regelmäßig solche Leistungen abrufen können? In allererster Linie Professionalität. Sie pflegen ihren Körper sehr, sehr gut. Sie investieren, obwohl die Belastung hoch ist, viel ins Training, ins Kraft-Athletik-Training. Sie wissen sich ihrer Rolle, sind sie sich bewusst, dass sie abliefern müssen, dass sie Physik und Niederlage zuständig sind. Ja, mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Sie sind unsere Leader und gehen mit ihrem Körper und mit allem drum und dran sehr professionell um. So, weitere Fragen an die Coaches? Das ist nicht der Fall. Dann bleiben mir noch 2 Dinge zu tun. Ja, und alles. Und Markus, super analysiert, also keine Nachfragen mehr. Auch okay, kommt ihr schneller wieder nach Hause. Ja, euch erstmal einen guten Nachhauseweg. Und dann wartet auf euch ja das Final Four. Toi, 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 dabei. Und wir sehen uns gleich in der OSG-Lounge. Meine Gäste sind dann Andreas Flutmann und Valentin Abt. Und hier geht's weiter mit der Spieltagsshow und Holger Maser. Schönen Abend aus Göppingen. Die Pressekonferenz von Frisch auf Göppingen wird Ihnen präsentiert von TeamViewer. Sicher, skalierbar, leistungsstark. Ja, da sind wir wieder zurück. Christian, und ähnliches Fazit, wie du es auch schon gezogen hast. Am Ende vielleicht, oder die Coaches sind sich damit ja einig, am Ende vielleicht einen kleinen Tick zu hoch, das Ergebnis. Ja, die Berliner, hat ja uns Siewert auch gesagt, die mussten sich hier strecken. Und sie haben halt den überragenden Handballer momentan. Das ist unglaublich, was der Matthias Gitzel da gemacht hat. Da kommt auch der Markus Bauer ins Schwärmen. Und das hat man auch hier gemerkt. Wenn der seine Aktion hier angezogen hat, ja, da ist auch hier kurz immer so still geworden, oder? Ja, das ist halt der Mix aus Qualität und Überzeugung. Ja, also er ist natürlich unfassbar beweglich, hat inzwischen auch unglaubliche Erfahrung und weiß auch, dass er es kann. So, und er ist von der Persönlichkeit, wie es Jaron ja auch gesagt hat, er ist ein absoluter Leader, der auf jedem Niveau eben nochmal den Unterschied ausmacht. Und dementsprechend war das heute auch der entscheidende Faktor für den Sieg. Damit gratulieren wir den Füchsen. Der SC Magdeburg hätte sich natürlich gefreut, wenn wir gepunktet hätten. Haben wir jetzt nicht. Das da oben, das wird ein schönes Duell jetzt für die restlichen Spieltage, oder? Ja, das wird schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, Magdeburg spielt jetzt auch noch in Flensburg. Die Füchse haben aber auch noch Kiel beispielsweise. Also das wird schon noch eng bleiben bis zum Schluss, glaube ich. Beim Rewe Final Four, Jaron hat es gerade angesprochen, treffen ja im Halbfinale dann die Füchse auch auf Magdeburg. Also auch eine ganz interessante Paarung. Von daher, da kann man sich sicherlich drauf freuen. Wir müssen aber gucken, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Deswegen kommen wir jetzt auch zu euch. Aber für neutralen Handballfan ist natürlich schon eine tolle Geschichte, wie das da oben bleibt. Und dass es auch spannend ist bis zum Ende. So, jetzt kommen wir aber zu deinen Jungs zurück. Und wir haben es vorher schon mal angesprochen, zur Pause mit einem geführt. Und ich finde, eine richtig gute erste Halbzeit auch gespielt. Dann mal kurz dann auch hinten gelegen, sich dann aber wieder zurückgekämpft. Und kurz vor der Pause gab es so 1, 2 Situationen, auch mit den beiden Schiedsrichterinnen. Da war sogar noch ein Tick mehr drin.
Ja, also waren ein paar, sagen wir mal, ein paar 50-50 Sachen. Keine gravierenden, die wir ja relativ regelmäßig nicht unbedingt bekommen haben. Also vielleicht ein bisschen unglücklich, ein, zwei unglückliche Zeitstrafen, die wir kriegen. Auf der anderen Seite vielleicht nicht unbedingt, aber ja, das sind 50-50 Entscheidungen. Da haben wir nicht viele bekommen von, ehrlicherweise. Insbesondere finde ich in der zweiten Halbzeit sehr wenig. Nichtsdestotrotz müssen wir es an uns festmachen. Also wir haben es dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft, die Abwehrleistung nochmal zu bringen, wie wir es in der ersten Hälfte hinbekommen haben, gerade im 6 gegen 6. Und wir haben vorne einiges daneben auch liegen lassen in wichtigen Phasen. Kommen wir nochmal auf 23, 24 ran, verwerfen dann auch einen 7 Meter. Und so sind es Kleinigkeiten. Und gegen Berlin ist auch kein Geheimnis. Da muss letztendlich dann eben auch alles passen. Und das war dann heute schlussendlich nicht der Fall. Trotzdem war es eine Leistung, mit der wir hier erhobenen Hauptes aus der Halle rausgehen können. Und ich glaube, das hat das Publikum am Ende des Tages ja auch so honoriert mit dem Applaus. Und ich glaube, wenn wir in den nächsten Spielen so auftreten, dann kommen wir auch wieder für Zählbares in Frage. Und da knüpfe ich noch mal kurz an zwei Punkte, die du gerade mit erwähnt hast, nämlich die zwei Minuten Strafen. Da hat es zweimal deinen Erik erwischt. Und dann finde ich das überragend, wie der das danach macht und auch wie er die Tore macht, macht 5 Kisten. Und auch der andere Schwede, das ist nämlich der 7 Meter, der dann leider verworfen worden ist, macht ansonsten auch ein gutes Spiel, der Andi Flotmann. Okay, vielleicht der Kemba, weil der war auch noch ein bisschen schwieriger, aber ansonsten, ja, das sind so die positiven Dinge. Gerade die zwei, bevor wir gleich noch zum Walle abkommen, ja, das muss man mitnehmen. Ja, Andi und Erik machen es sehr gut. Also wirklich beide ein richtig gutes Spiel. Erik muss natürlich in der zweiten Halbzeit dann aufpassen. In der Abwehr kann nicht mehr so hingehen mit vollem Risiko, sondern vielleicht auch dadurch bedingt dann auch Anderson, der dann ein bisschen mehr Freiraum hat. Aber insgesamt wieder eine sehr, sehr mutige, sehr überzeugende Vorstellung von Erik. Und Andi zeigt einmal mehr, dass er ein sehr erfahrener Spieler ist. Hat ebenfalls eine hohe Trefferquote gehabt, eine gute Leistung gebracht. Und noch zwei Personalien, vorhin haben wir schon gesagt, Torhüterleistung. Wir haben gegnerischen Keeper gelobt, aber heute muss man natürlich sagen, auch Marin macht es überragend. Also das sind 15 gegen 12 Paraden, was am Ende dann schon vielleicht so eine Kleinigkeit dann ausmacht. Aber heute vor allem in der ersten Halbzeit auch, was Marin da zugemauert hat, auch bei den 7 Metern schon überragend. Ja, für mich war Marin in der ersten Halbzeit schon neben Gitzel dann der beste Mann auf dem Feld. Zweite Halbzeit kommt er nicht mehr ganz an das Niveau ran, aber das liegt sicherlich auch daran, dass wir dann zu viel in der Mitte zugelassen haben und eben nicht mehr von den Außenpositionen. Das war eigentlich so das Ziel, hat Markus ja auch in der Pressekonferenz gesagt, dass wir viele Abschlüsse dann auch von den Außenpositionen haben wollen. Die Berliner haben uns dann eher in die Linksaußenabschlüsse gezwungen, weil wir dann eben ohne gelernten Linksaußen heute unterwegs waren. Das ist jetzt auch keine Überraschung, dass sie das dann machen. Ich glaube, dass wenn wir Marcel heute haben, oder Till, dann ist das vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, weil wir zwei, drei Wurfmöglichkeiten, die beiden sicherlich nehmen, vielleicht dann auch verweigern, zu Recht dann aber auch verweigern, wenn man da keinen gelernten Spieler hat. So war es natürlich ein relativ offensichtlicher taktischer Kniff auch der Füchse. Und der ging am Ende dann auch auf. Ja. Genau, kann man dann Timo Jacka auch nicht angreifen, wenn sie da nicht immer dann nicht. Nee, da reinziehen. Aber ein anderer, ein Junge ist dann gekommen. Und da muss ich mal den Hut ziehen. Walle, den ersten, den wirft er eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich meine, da steht halt ein Weltklasse-Keeper drin, der da mit dem Schenkel rankommt. Und dann bleibt er mutig und nimmt sich auch den zweiten Rohwurf und macht den rein. Ja, das hat man in der Halle gemerkt. Die Reaktion war überragend. Ich finde sogar, dass der erste war, glaube ich, sogar ein größerer Winkel. Und er wirft ihn auch nicht schlecht. Das war durchaus in Ordnung, hat ein bisschen Pech. Ich fand es überragend, dass er den zweiten dann nimmt, eigentlich von einer schlechteren Wurfposition aus. Und den dann mutig macht, hat er sich belohnt. Schönes Erlebnis wiederum für Walle. Und wie gesagt, die Reaktion in der Halle, sowas gefällt mir. Genau, das hat heute zu dem Tag gepasst. Wir sind eingestiegen in die Spieltagsshow heute mit Tobi Hafner, wo man ein bisschen über den Nachwuchs gesprochen hat. Jetzt hat auch noch so ein Youngster wieder getroffen. Runde das Ganze ab. Deswegen, bevor wir jetzt noch den Ausblick machen auf die nächsten Spiele. Das ist schon auch diese Philosophie, die du hier auch mit angetreten bist, die zu leben. Und die sieht man jetzt so langsam an, dann auch auf dem Feld. Ja, ich meine, wenn man sieht, dass jetzt mit Julian Buchele und dann auch Moritz Fink, der heute dann einen Kurzeinsatz hatte, Tim Gossner und Valentin Abt, sind letztendlich drei Spieler aus der aktuellen, vier insgesamt dann aus der letztjährigen A-Jugend. Da zeigt ja, welche Qualität wir da inzwischen im Nachwuchsbereich dann auch erreicht haben. Und ich bin sehr optimistisch, wenn ich mir die
die NC-Teams angucke, dass da in der Zukunft auch eine sehr, sehr stabile Geschichte nachkommt. Viele gute Talente dabei und das macht einfach Spaß. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man die Reaktion hier sieht, ist es fürs Publikum durchaus auch interessant, diese Philosophie weiterzufahren. Und dafür geben wir jeden Tag auch Gas, auch im Nachwuchsbereich, und möchten natürlich dann auch einige Jungs hier vor 5000 Leuten spielen sehen. Ja. Und ich lobe nochmal einen anderen A-Jugendlichen, nämlich den Robby Zupp. Der war nämlich für das Social-Media-Team im Einsatz und der hat da oben das Ganze mitgelebt und hat richtig hart gearbeitet. Also die Jungs haben einen super Job gemacht. So, kurzer Ausblick noch, dann bist du entlassen, dann machen wir kurz Werbung. Und wenn da noch ein Spieler kommt, ist gut. Wenn nicht, machen wir einfach dann nach der Werbung den Deckel drauf. Ja. Es geht weiter gegen Wetzlar, 18.04. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Break, ein bisschen was zum Durchatmen. Wenn ich heute sehe, wer nicht dabei war, gar nicht so schlecht. Guter Zeitpunkt für die Pause, insbesondere dann für Josip, dass er sich dann auch wieder erholen kann, dass die Verletzung hoffentlich ausheilt. Und ich glaube schon, dass die Zeit reichen wird, dass auch die Erkrankten dann wieder da sind. Und dann geht's, ja, wie du gesagt hast, in ein extrem wichtiges Spiel gegen Wetzlar. Spiel, wo wir unbedingt 2 Punkte holen wollen, auch mit Blick auf die Tabelle. Und viel weiter muss man gar nicht unbedingt vorausschauen, glaube ich. Genau, ich sag nur, dass danach dann nach Hannover geht und dann auch gegen Leipzig. Alles Mannschaften so aus diesem engen Mittelfeld. Ja, muss man schauen. Kann was gehen, aber natürlich auch alle schwere Gegner, wissen wir, in der Liga gibt es keine leichten. Dann vielen, vielen Dank für heute. Wir machen jetzt mal Werbung. Wenn du einen findest, deine Spieler, das hat Kraft gekostet, vielleicht liegen sie auch unten schon irgendwo und regenerieren, schick noch einen vorbei. Wir machen jetzt einfach mal Werbung in der Hoffnung, dass noch einer kommt. Und ich bedanke mich bei dir. Gerne. Wir sehen uns gegen Wetzlar wieder. Jetzt hast du ein bisschen Pause von mir. Vielleicht schaffe ich es zum nächsten Pressegespräch. Dann sehen wir uns vielleicht schon bei dem WK, wenn ich nicht wieder im Vollstau stehe. Auf Samstagabend auch gespannt. Oh, jetzt. Ja, stimmt. Ihnen ein gutes Spiel. Und guck mal einfach, der Bessere holt die Punkte, oder? Und dann am Ende hoffentlich sind wir beide unter den Top 4, dann ist doch alles gut. So, Christian Schöne, wir machen Werbung und wie gesagt, vielleicht geht es dann nochmal weiter. Ja, wir. Seit wann wird Heiligs Blechle im Frühjahr eingemottet? Der geht jetzt in Ruhestand. Ich fahr bloß noch mit Bus und Bahn. Awa, du bist ja auf den Trichter gekommen. Jetzt gibt's doch das neue 49-Euro-Ticket. Hab billiger geht's nicht mehr. Und funktioniert tut's auch, das habe ich bei dir gesehen. Und ganz ehrlich, für 49 Euro machst du nichts falsch. Da, zu mir hat einmal einer gesagt, wenn man will, geht alles. Jetzt dein Deutschland-Ticket für 49 Euro sichern. Online bei dem VVS kaufen und deutschlandweit fahren. Mehr Infos unter vvs.de. Mein Name ist Sabrina Poschinger und ich arbeite seit 10 Jahren bei EW Göppingen als technische Administratorin. Außerdem bin ich als Emissionsschutzbeauftragte dafür verantwortlich, die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten und die gesetzlichen Grenzwerte sicher einzuhalten. Dank unseren hohen Umweltstandards gelingt uns dies überdeutlich. Wir verwerten Abfall und nutzen seine Energie für Strom und Fernwärme. Damit leisten wir alle täglich einen Beitrag zum Umweltschutz. Außerdem sind wir eine der saubersten Abfallentsorgungsanlagen Europas. Darauf sind wir sehr stolz. IIW Göppingen. So, und wir haben noch einen Spieler, den muss man gerade losreißen. Da drüben sind ganz viele Fans, die kommen. Ihr kommt ruhig hier rüber, ihr dürft euch hier ein bisschen davor hinstellen, könnt ihr gerne ein bisschen zuhören. Basti, vielen, vielen Dank, dass es kurz klappt. Ich halte ja auch nicht lange auf. Die kleinen Kids, die haben heute so angefeuert, die haben das auch verdient, genauso wie ihr auch, dass man euch feiert nach einem Spiel, das leider am Ende mit 5 Toren verloren geht. Zu hoch, meiner Meinung nach. Ihr habt euch wirklich teuer verkauft, vor allem, wenn man schaut, wer am Ende bei euch alles nicht auf dem Spielberichtsbogen gestanden hat. Die Damen haben sich reingeknallt, oder? Das kann man keinem absprechen. Nee, das absolut gar nicht. Aber wie gesagt, am Ende ist es jetzt doch eine wirklich sehr, sehr bittere Pille. Ich glaube, wir spielen eine überragende erste Halbzeit. Ziehen eigentlich genau unseren Matchplan durch, was wir uns vorgenommen haben. Eng im Zentrum zu stehen und die Würfe von außen zuzulassen. Und da war Schegi vor allem die ersten 30 Minuten eine absolute Macht. Das war überragend, da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Das war sensationell, was er da gehalten hat und war dann natürlich auch mitverantwortlich dafür, dass wir mit +1 in die Halbzeit gehen. Und
Da in der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen unglücklich reingekommen. Mein gleich hier mein erster Wurf, der geht am Pfosten und wir kriegen dann gleich einen ins leere Tor. Das war dann natürlich ein bisschen bitter. Dann kam vielleicht auch noch der ein oder andere 50-50-Pfiff dazu, den wir nicht bekommen haben. Und so hat sich Berlin dann aufgrund ihrer Qualität, die sie haben, dann schon auch absetzen können. Und war -4, wir kämpfen uns ran auf 1, waren dann am Ende -6. Und ja, wie gesagt, am Ende mit -5 war es dann vielleicht wirklich aufgrund des Spielverlaufs dann 2-3 Türchen zu viel, aber vielleicht dann schon auch ein verdienter Sieg von Berliner Seite, weil bei uns dann am Ende wirklich dann auch so ein bisschen die Kräfte ausgegangen sind und wir unseren Matchplan, gerade wie wir es in der ersten Halbzeit überragend umgesetzt haben, leider nicht mehr durchziehen konnten. Es ehrt euch, dass ihr das auch alle so locker nehmt, wie diesen 50-50-Pfiffen. Da war es aber ein bisschen schade, fand ich schon. Tobi, auch noch ganz kurz, eine Sekunde, kommt nur ganz kurz, wir sind gleich durch. Ja, es ehrt euch, dass ihr das so hinnehmt mit diesen 50-50-Pfiffen, aber die waren leider halt auch immer in spielentscheidenden Phasen. Kurz vor der Pause könnt ihr sogar noch mit dem Tor mehr in die Pause gehen und dann, gerade da, wo die Füchse sich nach der Pause absetzen, ist die Phase, als bei dir der Pfiff nicht kommt und dann auf der Gegenseite so ein bisschen aus dieser Situation heraus die Reaktion kommt, du den Angriff stoppen willst und 2 Minuten kassierst. Ja. Also wie gesagt, ich war früher auch eher immer, dass ich da dann mich viel mit beschäftigt habe, viel gemeckert habe, auch dann selber viel gehadert habe. Aber wie gesagt, das bringt uns nichts, das bringt mir selber nichts, das bringt der Mannschaft nichts. Und ja, wie gesagt, wir dürfen uns da damit gar nicht so viel befassen. Das Spiel geht mittlerweile im Handball so schnell, Schlag auf Schlag. Die Füchse haben so aufs Tempo gedrückt und wenn man sich da nur 1-2 Sekunden drüber aufregt, dann wird es einfach bestraft. Und wir haben es gut gemacht, haben uns dann nochmal rangekämpft auf 1, aber wie gesagt, am Ende hat dann leider die Kräfte haben dann leider nicht mehr so gereicht und wir haben es dann nicht mehr so auf den Punkt gespielt, wie wir uns vorgenommen haben. Und uns bleibt jetzt einfach nichts anderes übrig, nach einem guten Spiel, nach einem guten Fight, den Füchsen zu dem Sieg zu gratulieren. Ja, Tobi, ganz kurz aufs Mikro, oder genau, ihr könnt auch so machen, tauscht es einfach. Ja, auch da nochmal. Ich habe gerade gratuliert, auch zu 50 echt guten Minuten, habt euch teuer verkauft. Und hinten raus muss man halt sagen, da gibt es auf der anderen Seite schon so 1-2 Spieler, muss man halt auch so sagen, die sind Weltklasse, vor allem einer, der da 11 Tore macht. Was sagst du, Herr Gitzel, ja, war heute klar. Wieder unglaublich, oder? Klar, wir wussten schon, dass Gitzel kommt 50 Mal 1-1 im Spiel und er hat heute auch das gut gemacht und wir haben ja vielleicht nicht genug, also eng in der Abwehr gestanden. Wir wollen einfach, dass die Außen ein bisschen mehr werfen, aber das haben wir nicht geschafft, auf jeden Fall nicht in der zweiten Halbzeit. Und ja, Unterschied war auch, dass also jedes Mal, wenn wir ein Tor machen, dann laufen sie mit 100 km/h gegen uns zweite Welle und habe das gut gemacht. Und wir haben einfach ein bisschen ja, so langsam gespielt, zweite Halbzeit, und das war ja unterschiedlich. Dennoch hat es ja auch gemerkt am Rund, die Leute hier, die waren begeistert, wie ihr das Spiel angenommen habt, oder? Das hat man schon auch gespürt. Die waren am Ende natürlich, ist dann so ein bisschen kurz das Stecker gezogen worden, als sie sich abgesetzt haben. Aber als ihr nochmal rangekommen seid auf 23, 24, die Auszeit und auch das Tor danach, da war die Hölle-Süd-Stimmung da. Ja, 100%. Das war top. Das ist immer so hier in EWS Arena, wenn wir gut spielen und das Spiel ist eng und wir führen, so ja, das war top, aber Leistung war nicht ja, leider nicht gut genug in zweiter Halbzeit von uns. Doch, aber dennoch macht's Mut für die nächsten Aufgaben. Ich glaube, wir hören demnächst auch auf. Ich glaube, ihr zwei kommt nicht so schnell heim. Ich weiß nicht, ob man es über irgendeine der Kameras einfangen kann. Hier wartet noch ein bisschen Arbeit hier vorne. Vielleicht genau hier drüben können wir es mal sehen. Ja, jede Menge los. Jungs, ihr müsst jetzt gleich leider noch schreiben, aber ein Ausblick noch. Kommendes Spiel gegen Wetzlar, danach dann nach Hannover und am Leipzig. Die beiden Spiele habt ihr noch nicht im Kopf. Wetzlar ist ein Match. Ja, ähnliche Tabellenkategorie. Da so ein Auftritt mit Punkten, das ist jetzt wichtig. Ja, natürlich. Ich meine, Punkte gegen Flensburg daheim oder ein Punkt in Berlin, das ist natürlich absoluter Bonus. Das ist natürlich geil. Aber wie gesagt, gerade die Spiele gegen die direkten Konkurrenten, die jetzt noch anstehen, du hast es gerade angesprochen, Wetzlar steht da jetzt als nächstes auf dem Plan. Das wird auch eine sehr, sehr harte Aufgabe für uns. Die spielen auch sehr, sehr harten Handball, sehr kompakt, sind körperlich und physisch sehr, sehr stark. Da braucht es eine ähnlich starke Leistung wie heute. Wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere bis dato dann auch wieder gesund ist und der Kader so auch ein bisschen breiter wird. Trotzdem, wie gesagt, die Atmosphäre heute war sensationell. Da wollen wir dann im nächsten Spiel anknüpfen, wollen da dann natürlich den Zuschauern auch was zurückgeben. Und
wie gesagt, wir brauchen da wieder eine volle Halle, eine sehr, sehr gute Leistung von uns über 60 Minuten, um da dann gemeinsam hier in der EWS Arena 2 Punkte zu behalten. Ich habe es gerade gesagt, so eine Leistung wie heute, dann noch ein paar Minuten länger und dann sehen wir uns nächstes Mal beim Siegerinterview hier, okay? 100%. Also, dann vielen, vielen Dank, Jungs. Wartet Arbeit auf euch. Dankeschön, dass ihr da wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Heimspiel wieder. Ich fand es 15 Minuten lang echt überragend. So, liebe Handballfans, heute endet die Spieltagsshow ein bisschen anders. Ja, okay, genau, zieht die Jungs darüber. Da gibt es jetzt auch noch einen Sitzplatz. Wir haben ja mal einen Schluss für heute. Das war's. Wir sehen uns dann wieder beim Spiel gegen Wetzlar. Bis dahin, Ihnen eine schöne Zeit und nächstes Mal wieder einschalten.